Halleluja. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich darf euch begrüßen zur Fürbitte am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Seid alle fit? Seid alle wach? Wenn nicht, könnt ihr euch nochmal ausschütteln jetzt beim Gebet, wenn ihr durch die Gegend läuft, dass alle auch wirklich aufwachen. Halleluja. Ja, wunderbar. Ja, bevor wir in den Gottesdienst starten heute, wollen wir einfach nochmal ins Gebet gehen. Denn gerade in den letzten Tagen oder Wochen ist ein Thema immer wieder aufgekommen. Und das ist in Hosea 4, Vers 6 zu lesen. Einfach, dass das Volk zugrunde geht durch Mangel an Erkenntnis. Und es ist so wichtig, dass wir Erkenntnis haben, dass wir in der Erkenntnis bleiben und dass auch unsere Geschwistergemeinden und auch Familien, dass sie Erkenntnis haben, wer Gott ist und was die Wahrheit ist. Dass sie nicht zugrunde gehen, dass sie nicht irre gehen, dass sie nicht auf falschen Wegen laufen. Und ich finde gerade auch in 2. Petrus, Entschuldigung, in 2. Timotheus, jetzt haben wir es, 2. Timotheus in Kapitel 4 steht auch, warum es gerade jetzt so wichtig ist. Denn schon damals wussten sie, dass es am Ende wichtig sein wird, dass wir für Erkenntnis beten, dass wir für die richtige Erkenntnis beten. Und ich möchte mit dieser Stelle starten, bevor wir wirklich ins Gebet eintreten. In 2. Timotheus 4, Abvers 2 heißt es, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, und die ist jetzt da, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und ich sehe in so vielen Bereichen, bei so vielen Personen aktuell wirklich genau das. Bei so vielen Geschwistergemeinden leider auch, wo der Tod eingekehrt ist, wo sie den Heiligen Geist ablehnen oder wo sie in Irrwegen laufen. Darum, liebe Geschwister, lasst uns diesen Morgen nutzen, gerade auch in der Fastenzeit und für Erkenntnis beten. Nicht nur bei uns, sondern auch für unsere Geschwistergemeinden und Familien oder Bekannte, die gar nicht bekehrt sind. Lasst uns die Stimmen erheben und wirklich zum Herrn schreien dafür. Halleluja. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dich erkennen dürfen. Ich danke dir, dass wir gerade in dieser Fastenzeit immer näher zu dir kommen dürfen, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass diese Erkenntnis nicht nur bei uns bleiben soll. Denn, Vater, du sagst, wir sollen andere belehren. Wir sollen andere ermahnen. Wir sollen dieses Wort verkündigen, Vater. Darum beten wir, Herr, dass du auch anderen diese Erkenntnis schenkst. Dass du andere wachrüttelst, Vater, wo sie eingeschlafen sind. Dass du unsere Geschwistergemeinden wirklich auf den richtigen Weg zurückziehst, wo sie abgefallen sind, Vater. Dass du die, die schwach geworden sind, wieder aufbaust, Herr. Dass sie nicht durch Mangel an Erkenntnis zugrunde gehen oder durch falsche Erkenntnis zugrunde gehen, Vater. Herr, wir wollen beten für jeden Einzelnen, den wir kennen, der nicht auf dem rechten Weg ist. Für jeden Einzelnen, Herr, dass du sie wirklich zurückziehst. Denn du selbst sagst, Vater, du willst nicht, dass auch nur eine Seele verloren geht, Herr. Oh, so bitten wir dich. Ja, wir flehen dich an, Vater, im Namen Jesus Christus, dass du kommst mit deinem Geist, dass du kommst mit der Erkenntnis der Wahrheit, dass du kommst mit aller Kraft, Herr, dass du kommst und diese Gemeinden neu erfüllst, dass du kommst und unsere Bekannten, unsere Familien, unsere Geschwister, die vielleicht gerade auf sündigen Wegen wandeln, Herr, dass du kommst und sie erfüllst, dass du kommst und sie erquickst, dass du kommst und sie auch erschütterst, Herr, dass sie zurückkommen auf den rechten Weg, Vater. Und es ist egal, was dafür notwendig ist. Hauptsache, sie sind am Ende gerettet. Hauptsache, sie sind am Ende dabei, Vater. Oh Herr, erbarme dich über die Gemeinden in Mannheim, erbarme dich über die Gemeinden in Deutschland, Herr, erbarme dich, Herr, über die Gemeinden, auch in ganz Europa, Vater. Alle, die falsch wandeln, Herr, erbarme dich, oh Herr. Denn du selbst willst durch deine Gemeinden wirken, Herr. Du willst, dass die Welt verändert wird durch deine Gemeinde, Herr. Aber wenn deine Gemeinde im Tod wandelt, wenn deine Gemeinde in der Blindheit wandelt, Vater, wer soll für dich eintreten? Wer soll für deinen Willen eintreten, Vater? So bitten wir dich, Herr. Wir rufen und schreien zu dir, Vater, dass du wirklich diese Erkenntnis schenkst, Herr. Dass du diese Erkenntnis in die Gemeinden zurückbringst, Vater, dass sie in der Wahrheit wandeln, dass sie im Geist wandeln, dass sie in Kraft wandeln, Herr. Oh Vater, und wir beten auch für jedes Familienmitglied von uns, das noch nicht errettet ist, Herr, dass du auch da Erkenntnis schenkst, dass du da eine Erschütterung schenkst, Herr, dass sie wirklich die Augen öffnen, dass sie sich zu dir wenden, zu dem einzig wahren Gott, zu dem Weg der Wahrheit und das Leben, Vater, dass du wirklich sie berührst im tiefsten Inneren, Herr, denn Heiliger Geist, du bist es, der die Herzen verändern kann, du bist es, der
er sagt, dass er die steinernen Herzen hinwegnimmt und fleischerne Herzen gibt, Vater. So beten wir, Herr, für jeden Einzelnen, den wir kennen, der nicht bekehrt ist, dass du wirklich dies tust, Herr, nach deinem Wort, dass du handelst, wie du es verheißen hast, dass du die steinernen Herzen wegnimmst, dass du fleischerne Herzen nimmst, ihnen gibst und dass du zudem dein Gesetz hineinschreibst, dass du deine Gebote, deinen Willen in diese Herzen legst, Vater. Oh Herr, wir bitten dich, wir flehen dich an, dass du so wirkst, Herr, dass du dich so verherrlichst, Vater. Oh Herr, komme du, Vater, und wirke, komme du, Vater, und verherrliche dich, dass sie dir die Ehre geben, noch bevor du wiederkommst, dass sie dir die Ehre geben, noch bevor es zu spät ist. Herr, du sagst, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass du der Herr bist. Aber Vater, lass nicht zu, dass es zu spät geschieht. Lass nicht zu, dass es erst dann passiert, wenn die Zeit schon abgelaufen ist, Herr. Sondern lass es jetzt geschehen, wo noch die Gnadenfrist da ist. Lass es jetzt geschehen, Herr. Lass es jetzt geschehen, Vater, dass sie dir wirklich die Ehre in allem geben können, Herr. Dass der Chor des Lobpreises für die Ewigkeit noch größer wird, Vater. Oh Herr, es ist dein Wille, dass sie nicht verloren gehen. Darum erhebe dich, Vater, erhebe dich, Herr. Und erbarme dich über die Gemeinde. Erbarme dich über unsere Familien, Herr. Du sagst, wenn wir glauben, ja, wir müssen nur glauben und wir in unser Haus werden errettet werden. Vater, darum bringen wir dieses Wort zu dir zurück, denn du sagst, es kehrt nicht leer zurück. Darum bringen wir es jetzt vor dich, Vater. Du sagst, dass unsere Häuser gerettet werden, wenn wir nur glauben, Vater. So bring sie zum Glauben, Herr. Lass es geschehen. Lass diese Erkenntnis in ihren Herzen aufgehen und lass es aufblühen. Ja, lass sie aufblühen, Herr. Dass sie wahrhaftig voller Feuer vor dir stehen, Herr. Dass sie im Geist wandelnd vor dir stehen, Herr. Dass sie dich anbeten mit allem, was sie sind. Dass sie wirklich das tun, wozu du sie geschaffen hast. Dass sie in ihre Bestimmungen eingehen können. Unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere bekannten Gemeinden, Vater. Jede einzelne Gemeinde, Herr, auch wo wir noch Mangel an Erkenntnis haben, Herr. Füll diesen Mangel aus, Herr. Füll diesen Mangel aus, auch heute im Gottesdienst, Vater. Lass uns mehr und mehr deiner Wahrheit erkennen, Herr. Wir wollen die Wahrheit erkennen. Und keine Lüge, Herr. Wir wollen unsere Ohren versperren für jede Lüge, Herr. Und ich gieße das Blut des Lammes in diesen Gottesdienst, dass nur die Wahrheit sich hier breit machen kann, dass nur die Wahrheit hier proklamiert werden kann, Vater. Und dass keine Lüge über die Lippen meiner Geschwister kommt, dass kein Bruder und keine Schwester heute irgendeine Lüge von sich gibt, sondern dass alle geistgeleitet, geisterfüllt von dir her sprechen, dass jedes einzelne Wort, was hier heute von hier oben proklamiert wird und auch im Kindergottesdienst proklamiert wird, Herr, dass es von dir kommt, dass es aus deinem Herzen kommt, Vater, aus deinem Mund, oh Herr. Oh Vater, ich bitte dich, erfülle uns, dass wir überlaufen, erfülle uns so sehr, dass auch andere davon profitieren, nicht mit Zwang, nicht mit Gesetz, sondern mit deinem Leben, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Hingabe, mit deiner Sanftmut, Herr, und auch Selbstbeherrschung. Oh Vater, ich bitte dich, dass du uns erfüllst, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du wirkst, Herr, dass du wirkst und dass du deine Gemeinden nicht im Stich lässt, Herr, dass dein neues Feuer kommt, dein neuer Wind weht, Vater, dass diese Erkenntnis sich breit macht, Herr, dass diese Erkenntnis wirklich durchdringend ist, denn du sagst, Herr, dein Wort ist lebendig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Vater, komm, Herr, mit diesem Schwert und durchdringe die Herzen dieser Gemeinden, durchdringe die Herzen unserer Verwandten und Bekannten, durchdringe sie, Vater, dass sie wirklich diese Erkenntnis bekommen tief in ihrem Herzen und das nichts hindern kann, Vater. Wenn es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dann dringt es durch jede Mauer, die der Feind versucht hat aufzubauen, Vater. Wir wollen gegen jede Mauer der Verblendung kommen. Wir wollen gegen jede Mauer der Empfindlichkeit kommen, gegen jede empfindlichen Ohren im Namen Jesus Christus, dass deine Wahrheit, die doch so süß ist wie Honig, die doch viel besser ist als jede Lüge, Herr, dass sie durchdringt, dass sie ankommt, Vater, dass sie nicht nur im Kopf hängt, sondern dass sie tief ins Herz eindringt, Herr, im Herz, wovon das Leben ausgeht, Vater. Oh, lass deine Wahrheit durchdringen und lass die Erkenntnis deiner Güte und deiner Gnade in deiner vollkommenen Wahrheit durchdringen, Vater. Oh, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, oh König. Wir brauchen dich, oh großer Gott und Meister, Herr. Ich bitte dich, Vater, ich bitte dich, dass du dich erbarmst, Herr, denn du sagst, vor allem, was die Gemeinden angeht, wenn sie einmal die Erkenntnis der Wahrheit hatten und dann doch abfallen, dann ist der letzte Zustand schlimmer als der erste.
denn es wäre besser, dass sie dich gar nicht erkannt hätten, wenn sie am Ende wieder in der Welt landen. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich, dass keiner unserer Geschwister Gemeinden, Herr, keiner, der weltweit jemals sich erkannt hat, Herr, dass sie wieder zurückgehen, sondern dass du diese Tür verschließt, dass du die Tür zur Welt zurück zumauerst, Vater, und dass allein der Weg zum Leben offen ist, dass allein der Weg zum Licht offen ist, Vater, denn du bist unser Licht, o Herr. Komm und erbarme dich, komm und erhebe dich, Vater, dass niemand diesen schrecklichen Weg gehen muss, Herr, sondern dass du gewinnst, Herr. Du hast sie doch schon erkauft, Herr. Gerade die Gemeinden, du hast sie schon erkauft. Du hast doch schon den Preis bezahlt, Herr. Du hast sie legal erworben. Lass nicht zu, Herr, dass der Feind sie illegal zurückfordert, Vater. Oh Herr, komm, du bist der Herr der Gerechtigkeit. Du bist der Gott des Gerichtes. Du sagst, die Rache ist dein, Herr. Oh Vater, dann komm und lass nicht zu, dass der Feind da die Oberhand hat. Komm und lass nicht zu, dass der Feind irgendwelche Tricks anwendet, um die Seelen zurückzuklauen, Herr. Ja, er ist der stiehlt, der verdirbt, der tötet, Vater. Aber du bist größer, Herr. Du bist größer als der Feind. Darum komm im Namen Jesus Christus und erhalte die Seelen, die du schon längst erkauft hast, Herr. Erhalte die Seelen, halte sie bei dir, binde sie um deine Lenden, wie du gesagt hast, dass Israel bzw. Juda um dich geschlungen sein soll, wie ein Lendenschutz um die Lenden eines Mannes, Herr. Es ist dein Wille, Herr. So binde uns an dich, binde jeden Einzelnen so eng an dich, Vater, denn wir brauchen dich, oh Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen diesen Kontakt zu dir, Herr. Und wenn du uns fest bindest, dann hältst du uns auch fest, Herr. Ja, ein Mann lässt nicht zu, dass sein Lendenschutz einfach runterrutscht, Herr, sondern er hält ihn fest, wenn er zu rutschen beginnt. Er bindet ihn enger, wenn er zu rutschen beginnt, Vater. Und darum bitten wir dich, Herr, wenn wir irgendwo zu rutschen beginnen, zieh uns noch näher, Herr. Lass Geschwister auf uns zukommen und lass unsere Herzen offen sein, dass wir die Erkenntnis der Wahrheit wieder erlangen, Vater. Dass wir wieder enger zu dir gezogen werden, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der schon am Rutschen ist, der vielleicht sogar schon fast auf dem Boden angekommen ist, dass du diesen wieder zurück hochziehst zu dir, zurück an dein Herz ziehst, Vater, dass du sie festhältst, oh Herr, und dass du uns alle bewahrst vor diesem Abrutschen, vor diesem Abfall, Vater. Du sagst, dass der Abfall zuerst kommen muss, Herr. Es wird ein Abfall geben. Es ist unverweigerlich, Herr. Aber wir beten, dass er so klein wie möglich ist. Wir beten, Herr, dass alle, die wir kennen, Herr, alle die Gemeinden, die wir kennen, dass sie nicht betroffen sind, Vater. Dass wirklich dieser Abfall nur minimal ausfällt, dass der Feind nicht triumphieren darf im Namen Jesus Christus, Herr. O Vater, Herr, erbarme dich und erhebe dich über uns, erhebe dich über die Gemeinde, Herr. O Herr, komm, komm du mit deiner Kraft, komm du mit deinem Licht, komm du mit deiner Herrlichkeit, Herr, und mit deinem Gericht über jeden feindlichen Geist, der versucht, Verblendung zu schaffen. Ja, wir sprechen Gericht aus über jeden Geist, der versucht, Geschwister oder Familien oder Freunde von der Wahrheit fernzuhalten oder abzuziehen, Herr, im Namen Jesus Christus, Herr. Du sagst, wir haben die Vollmacht über alle Geister bekommen, über alle Dämonen haben wir die Vollmacht, Herr. Darum wollen wir jeden Geist binden, der die Gemeinden versucht, in die Verblendung zu führen, der die Gemeinden oder auch unsere Familien versucht, von der Wahrheit fernzuhalten. O Vater, jeden Geist schlagen wir mit Verwirrung im Namen Jesus Christus, Herr, dass du erhoben wirst, dass deine Wahrheit sich wirklich breit macht in ihnen, in Jesu Namen. Oh Vater, ich danke dir für deine Wahrheit. Ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir, Herr, dass du hinter dem Wort deiner Diener stehst, um es zu erfüllen, Vater. Und dass egal, was wir bitten, im Namen Jesu Christi, Herr, wenn es deinem Willen entspricht, so wirst du es tun, Herr. Es ist deine Verheißung und wir kommen zu dir mit dieser Verheißung, Herr, dass du nach deinem Wort handeln mögest, Herr. Oh Vater, komm und wirke, Herr. Komm und wirke, oh Heiliger Geist, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, oh Herr, wir sind abhängig von dir. Ja, ohne dich können wir nichts tun, ohne dich sind wir nichts, Vater. Darum komm und erhebe dich, Vater, so wie wir auch dich heute erheben möchten. Halleluja, oh Vater, wir danken dir, Herr, wir danken dir, Jesus, Halleluja. Ja, liebe Geschwister, lasst uns noch Psalm 27 proklamieren. Es ist ein Psalm, der beginnt damit, dass der Herr unser Licht und unser Heil ist und dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und gerade wenn es um das Thema Abfall geht, ist es so wichtig, dass wir wissen, wo wir hinrennen, wo zu wem wir gehen können, dass wir nicht abfallen, zu wem wir gehen können, dass wir auch keine Angst vor dem Abfall haben. Es ist Jesus Christus.
Halleluja. Ja, lasst uns diesen Psalm proklamieren und dann auch für den Gottesdienst beten. Eins, zwei, drei. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Halleluja. Ja, Vater, wir wollen auf dich harren. Wir wollen dir Lob singen. Wir wollen dein Angesicht suchen, Herr, an diesem Morgen, Herr, an diesem Tag, Vater. So segnen wir diesen Gottesdienst, Herr. Wir legen alles in deine Hand und übergießen es. Ja, wir tränken es mit dem Blut des Lammes, Vater, dass du da bist, dass du Stellung nimmst, dass du uns erfüllst und sprichst, Herr. Ja, wir segnen die Gottesdienstleitung und den Lobpreis, die Predigt, die Technik und den Kindergottesdienst, Herr, dass du dich in allem verherrlichst, dass du jedes Herz hier erfüllst, dass keiner so geht, wie er hierher gekommen ist, Herr, sondern dass du uns alle veränderst, dass du uns berührst tief im Herzen, Herr, dass du uns neue Erkenntnis deiner Wahrheit schenkst, Herr. Oh, ich danke dir, dass du dich finden lässt, denn du sagst, wenn er mich mit ganzem Herzen sucht, so werde ich mich finden lassen. Vater, wir verlassen uns auf dieses Wort, Herr, und wir kommen vor dich. Alle Ablenkung weisen wir von uns im Namen Jesus Christus. Keine Ablenkung, kein böser Geist, keine Blockade darf sich hier heute breit machen, Herr, denn wir kommen vor deinen Thron. Wir stehen vor dem Thron des höchsten Vater, Herr, und wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen dir begegnen, ja, wir wollen dich sehen, Herr. Oh, ich danke dir, Vater, dass du dich finden lässt. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, Heiliger Geist. Oh, wirke du, Herr, wir geben dir den Raum und wir danken dir für alles, was du vorbereitet hast, Herr. Ja, wir wollen empfangen im Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen. Ja, liebe Geschwister, lasst uns noch 2-3 Minuten nebeneinander begrüßen und dann dürfen wir in den Lobpreis starten. Amen.
Halleluja! Sei herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen. Halleluja! Der Herr ist gut. Amen. Ja, wunderbar ist der Herr. Wir sind in der Fastenzeit. Heute ist der 7. Tag unserer Fastenzeit. Und wir haben so viele wunderbare Dinge schon erleben dürfen in dieser Fastenzeit. So viele Offenbarungen, so viele Erkenntnisse. Ja, Dinge, die ja uns, wo der Geist Gottes direkt zu uns gesprochen hat. Und auch Heilung, Befreiung. So viele wunderbare Dinge. Ja, hat der Herr schon vollbracht. Und auch heute will der Herr etwas Neues tun. Heute ist ein neuer Tag, wo wir den Herrn preisen dürfen, wo wir den Herrn loben dürfen. Wo wir, ja, wir sind hier nicht für einen Mensch hergekommen. Wir sind hier, um den Herrn die Ehre zu geben. Deswegen ist es der Gottesdienst, ein Dienst für Gott. Halleluja. Wo wir uns auf den Herrn ausrichten. Und ja, gestern sind auch viele wunderbare Dinge passiert. Auch einige ziemlich unerwartet und der Geist Gottes ist der, ja, auch der Geist der Überraschungen, der einen manchmal ja überrascht und auf einmal ja mit seiner Kraft ja wirklich überführt und eintritt. Halleluja. Und gestern ja unter anderem ja durften wir mit unserem Mieter, der auch hier weitere Mieter ist ja auch in diesem Gebäude, durften wir Zeugnis geben. Und es gab eine sehr spannende Situation. Und der Heilige Geist hat diese Situation entschärft und dann auch noch gewirkt, dass er das Evangelium hören durfte. Und wir glauben daran, dass dieser Same eines Tages, ja, dass er aufwächst und dass er auch eines Tages die gute Frucht trägt. Halleluja. Und dass wir diese gute Frucht auch hier sehen dürfen. Und auf diese gute Frucht kommt es auch an in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde keine gute Frucht produziert, dann, ja, dann ist es nicht gut. Denn Jesus sagt, dass nur die mit der guten Frucht ja wirklich errettet werden. Dass die gute Frucht hervorbringen. Wir kennen diese Frucht des Heiligen Geistes. Da heißt es nicht die Früchte des Heiligen Geistes, sondern die Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, Vers 22. Und es fängt an mit der Liebe und dann folgt alles Weitere. Und wir wissen ja, Gott ist die Liebe. Das heißt also, verbunden mit der Liebe, verbunden mit Jesus Christus, bringen wir die gute Frucht hervor. Aber wir wissen ja, wir leben heute in einer Zeit, wo es viele Richtungen gibt, viele verschiedene Winde. Und ja, es gibt Winde der Lehre, wie auch das Wort Gottes sagt. Das Wort sagt auch, dass wir uns nicht von jedem Wind der Lehre ja, hin und her treiben lassen sollen. Es gibt viele verschiedene Winde, aber es gibt ja nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Und deswegen, wir sollen uns nicht verunsichern lassen in der Zeit, wo schon Paulus Petrus gewarnt hat vor fremden Lehren. Wie viel mehr heute, wo Jesus sagt, werde ich überhaupt noch Glauben finden auf der Erde, wenn ich wiederkomme? Wie viel mehr sollen wir heute wachsam sein in der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt? Er kann jederzeit wiederkommen. Die Zeit ist reif. Wir haben es unter der Woche gehört von unserer Schwester. Halleluja. Und ja, wir gehen gemeinsam ins Wort in 1. Timotheus 6, ab Vers 3. Wir wollen heute Morgen zunächst erstmal ins Wort gehen, nachdem wir ja wunderbare Zeiten der Fürbitte hatten. Wir lesen 1. Timotheus 6, ab Vers 3. Es heißt: Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Von solchen halte dich fern, sagt der Herr in seinem Wort. Ja, es sind diese fremden Lehren, die wir uns auch angeschaut haben. Wir als Gemeinde waren erst kürzlich wirklich konfrontiert auch mit anderen Lehren. Und es ist auch eine Zeit, wenn fremde Lehren in die Gemeinde eindringen wollen und andere Winde eindringen wollen. Es ist die Zeit der Konfrontation. Es ist die Zeit,
des Kampfes. Und gestern war diese Zeit ja mehrfach, diese Zeit der Konfrontation, diese Zeit, wo der Geist Gottes wunderbar geführt und gelenkt hat, auf eine Weise, wo ich selbst auch überrascht war. Und ja, wir haben es erlebt, es ist vieles auch öffentlich gewesen, deswegen ist es auch wichtig, dass wir öffentlich auch darüber sprechen und über diese Dinge, die geschehen sind. Und wenn andere Lehren reinkommen. Und gestern, ja, durften wir mit der Person auch sprechen und klar sagen, hey, der Weg, den du gehst, es ist der Weg der Rebellion. Und dieser Weg, wenn Jesus jetzt kommt, du bist nicht dabei, du bist nicht in der Stellung, ja, bereit zu sein, dabei zu sein. Aber wenn du Buße tust, umkehrst, der Herr ist treu und gerecht, um dir deine Sünden zu vergeben, um dich wieder aufzunehmen mit offenen Armen. Aber es ist wichtig, dann auch loszulassen, wie der Vater den verlorenen Sohn losgelassen hat. Und eines Tages kam er zurück, Halleluja. Und eines Tages kam er zurück und hat erkannt, ich habe mich falsch bewegt. Und hat erkannt, die Richtung, die ich eingeschlagen habe, war nicht die Richtung des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig, dass wir heute die Gabe der Geistesunterscheidung haben. Und in diesem Gespräch, es ist wichtig dann auch zu prüfen. Und gestern hat der Geist Gottes so geführt, dass wir gesprochen haben mit der Person. Und zunächst mal hat man nichts gesehen. Aber dann kam ein Satz und auf einmal hat sich der Geist in der Person manifestiert. Und es kamen Flüche, Beleidigungen, Flüche. Und kurz darauf, der Geist Gottes hat wieder geführt zu sprechen. Auf einmal war die Person wieder wie ausgetauscht. Segen, Segen, Segen und so weiter. Und da können wir erkennen, es ist nicht der Geist Gottes. Es ist nicht eine geistliche Bewegung, es ist eine fleischliche, seelische, dämonische Bewegung. Und so können wir unterscheiden. Es ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir unterscheiden. Jeder, der hier vorne steht, es ist ein Mahl, was bereitet wird. Und wir nehmen dieses Mahl auf und wir sollen dieses Mahl schmecken. Und wir sollen, während wir schmecken, prüfen, ist es vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn. Und wir sollen ja darin wachsen, die Speise zu schmecken. Und wir kennen diese Stelle, was auch das Wort dazu sagt, in Jakobus 3, ab Vers 10. Es heißt, aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Es ist nicht die gleiche Quelle. Wir wissen, wenn salziges und süßes Wasser da ist, es kann nicht aus der gleichen Quelle kommen. Und diese Verse und dieses Wort hier ist sehr wichtig, weil es hilft uns auch zu unterscheiden, zu verstehen, wie man unterscheidet. Wie unterscheidet man am einfachsten? Durch das Wort Gottes. Halleluja. Aber das Wort Gottes, ja, durch den Geist lebendig wird. Der Buchstabe tötet. Wenn wir in Richtung Gesetzlichkeit gehen, es wird töten. Es wird nicht zur Gabe der Geistesunterscheidung führen, es wird in Blindheit hineinführen. Aber das Wort Gottes verbunden mit dem Geist, es wird zum Leben führen. Es wird die Gaben sich manifestieren lassen. Aber vor allen Dingen, wenn wir viel Zeit mit dem Herrn im Wort verbringen, es wird die Gabe der Geistesunterscheidung schleifen. Dass wenn jemand kommt und dir irgendetwas sagt, ja, im Wort Gottes steht gar nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, du sofort weißt, nein, und der Geist Gottes erinnert dich an die Stelle. Und du sofort merkst, nein, es ist nicht der Geist Gottes, der gerade zu mir spricht. Und so können wir unterscheiden anhand des Wort Gottes. Halleluja. Und wir wollen, bevor wir in den Lobpreis gehen, wollen wir eine Stelle gemeinsam heute Morgen betrachten. Eine Stelle, ja, wo ich gestern am Kochen war und da hat mich der, also in unserer Fastenzeit einfach als Erklärung, wir essen einmal abends, essen wir in dieser Fastenzeit, einfach auch für die arbeiten. Wenn man fastet ohne Essen und Trinken und so weiter, das ist eine Zeit, wo man auch nicht arbeiten sollte. Es ist eine Zeit, wo man sich wirklich zurückziehen sollte. Aber viele von uns sind berufstätig, deswegen in dieser 30-tägigen Fastenzeit, wir nehmen eine Speise abends zu uns. Und während ich gestern gekocht habe, da war ich in Gedanken mit dem Herrn Lobpreis. Ich habe Lobpreis gehört und ich habe gefragt,
was ist dran? Und der Geist Gottes hat mich an diese Stelle erinnert. Und wir schlagen sie gemeinsam auf in Johannes 6, ab Vers 32. Halleluja. Johannes 6, ab Vers 32. Es heißt, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ja, auch in dieser Stelle, wir sehen, entscheidend ist der Wille des Vaters. Und auch bei mir selbst, ich möchte aus meinem eigenen Leben Zeugnis geben. Vor knapp 2 Jahren war ich selbst in einer Richtung, wo ich meinen eigenen Willen tun wollte. Ich wollte meinen eigenen Willen tun. Und ich habe gesagt, ich gehe aus der Gemeinde. Und ich war auf dem Weg, aus der Gemeinde zu gehen, und der Geist Gottes hat so zugeschlagen. Durch eine Frau Gottes, durch einen Mann Gottes, durch verschiedene Personen in der Gemeinde hat so durchgeschlagen. Und der Unterschied war, ich war nicht geschlossen zu dem, was meine Geschwister gesagt haben. Ich war offen. Ich habe mir das angehört, gehört. Und wir wissen ja, der Glaube kommt von dem, was wir hören. Und das, was wir hören, kommt aus dem Wort Gottes. Und ich habe gehört und ich habe gemerkt, ich liege falsch. Und natürlich, da war auch Stolz da. Ich konnte nicht direkt zugeben, ich liege falsch. Ich habe erstmal gesagt, okay, bin erstmal am nächsten Morgen wieder in die Gemeinde gestiefelt und dann war ich da und dann hat mich der Geist Gottes überführt. Du liegst falsch. Herr, ich tue Buße, ich kehre um. Und ich bin zu den Personen gegangen, die ich verletzt habe, wo ich nach fleischlich, seelisch, dämonisch gehandelt habe und danach auch später viel Befreiung erleben durfte. Und dann habe ich auch um Vergebung gebeten bei den Personen, wo ich angegriffen hatte, beziehungsweise damals der Geist in mir. Aber ich habe mich dafür gebrauchen lassen. Aber in Vers 39 sehen wir, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ist dieser nicht Gabriel? Ist dieser nicht Tobi? Ist dieser nicht Dieter? Den kenne ich doch schon so lange. Gerade gestern hatten wir die Situation. Ja, du hast früher das gemacht. Du hast früher das gemacht. Vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Du kommst aus dieser Richtung. Ja, ich komme aus dieser Richtung. Aber ich bin nicht mehr der Gleiche. Der Herr hat mich verändert. Halleluja. Und so kann der Feind auch kommen. Und dir schlechtes Gewissen heute einjagen und dich angreifen durch deine Vergangenheit. Aber der Herr sagt, ich habe dir vergeben. Wenn du Buße getan hast und umgekehrt bist, der Herr sagt, ich habe dir vergeben. Und dir ist vergeben. Vorher war eine Schuldschrift da, aber sie wurde zerrissen am Kreuz auf Golgatha. Sie ist nicht mehr da. Und deswegen, wenn jemand kommt, wie kann der Geist Gottes durch Gabriel, durch den, wie kann er sprechen? Ja, weil der Geist Gottes eingezogen ist, weil die Bekehrung stattfand,
weil man umgekehrt ist, weil man jetzt mit dem Herrn wandelt. Halleluja. Deswegen kann der Geist Gottes sprechen, wenn wir wirklich im Geist wandeln. Und der Geist Gottes kann führen und leiten. Und der Geist Gottes, haben wir gehört, ist der Geist der Überraschungen. Halleluja. Und es heißt weiter, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Sage zu deinem Nachbarn, murrt nicht untereinander. Halleluja. Sag deinem Nachbarn, murrt nicht untereinander. Halleluja. Denn der Herr sagt, murrt nicht untereinander. Halleluja. Halleluja. Murrt nicht untereinander. Es heißt, murrt nicht untereinander. Und direkt der nächste Vers, es heißt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Was bedeutet das für uns heute? Wenn der Vater zieht, es bedeutet, ein anderer zieht auf der anderen Seite. Der Teufel zieht. Und früher, als wir noch nicht bekehrt waren, wir waren gezogen vom Feind. Wir sind in falschen Wegen gewandelt. Und es sind die beiden Seiten, die ziehen. Um was geht es eigentlich? Worum geht es in diesem Kampf, wo gezogen wird? Es geht um deine Seele. Aber der Vater will sich heute, ja, dir offenbaren. Und heute dich ganz nah an ihn heranziehen. Und zu dir sprechen. Halleluja. Und es heißt in Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Es ist die Sprache der Gesetzlichkeit. Es ist die Sprache, wo keine Erkenntnis da ist. Weil diese Sprache, die Jesus hier, wie Jesus hier spricht, es ist die Sprache des Heiligen Geistes. Es ist die Sprache des Geistes. Und früher in der Wüste, sie haben das Manna gegessen. Und irgendwann war vielleicht dieses Manna, es war wie, ja, immer ständig Manna, und sie haben gemurrt. Es war vielleicht trocken in ihrem Mund irgendwann. Es war immer das Gleiche. Und es ist irgendwie trocken geworden. Und die Gesetzlichkeit führt genau da hinein, in Trockenheit. In den Tod. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen und ich gebe mein Fleisch. Und anders wie bei dem Brot, was sie in der Wüste gegessen haben, ist der Inhalt in dem Fleisch, da ist das Blut. Halleluja. Das Blut, was Leben gibt. Das Blut, was uns reingewaschen hat. Das Blut Jesus Christus. Das Blut des Lammes. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben
und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Wir leben ja wirklich, was der Herr auch erlebt hat. Halleluja. Und es ist wichtig, liebe Geschwister, zu verstehen, dass in dieser Zeit auch der Geist Gottes betrübt ist, wenn Seelen in andere Richtungen wandeln, wenn sie in eine Richtung wandeln, die nicht vom Herrn sind. Auch der Geist Gottes ist betrübt und auch der Geist Gottes weint in dieser Zeit. Auch Jesus hat in dieser Zeit geweint. Und er hat geweint. Und er hat seine Jünger gefragt: Wollt ihr nicht auch weggehen? Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Lasst uns gemeinsam aufstehen und dem Herrn singen: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Die gleiche Frage, die Simon Petrus gestellt hat. Lasst uns in den Lobpreis gehen und ihm zusingen. Halleluja. Denn wohin sollten wir gehen? Sonst sollten wir gehen,
Halleluja. Vater, du sagst in deinem Wort, freut euch alle Zeit. Halleluja. Ja, Vater, wir wollen uns freuen, Vater, auch in dieser Zeit. Wir wollen uns freuen und dich erheben. Wir sind hierher gekommen, Vater, um dich zu erheben. Halleluja. Um dich zu preisen, Vater. Wir wollen dir die Ehre geben, Halleluja. Wir wollen dich anbeten, dich loben, Halleluja. Denn du bist gut und du bist treu. Du bist der einzig wahre Gott, Vater. Du bist der Wunderbare, der Ratgeber, Halleluja. Oh Vater, danke. Heiliger Geist, zieh du ein heute, zieh du ein in unsere Herzen. Und da, wo es schwer geworden ist, wo unser Herz ja zugemacht hat, Vater, öffne unsere Herzen, Vater. Öffne unser Herz heute, Vater. Wir wollen, Vater, nicht auf das schauen, was Menschen denken, Herr, sondern auf das schauen, was du denkst. O Heiliger Geist, wenn du lachst, wir wollen lachen. Wenn du weinst, wir wollen weinen. Wenn du dich freust, wir wollen uns freuen. Wir wollen dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wie du gesagt hast, Herr, die wahren Anbeter werden mich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Vater, wir sind hier gekommen. Als Anbeter, und wir wollen, Vater, dich anbeten in der Wahrheit und im Geist. Wenn noch irgendwo Unwahrheit in unserem Leben ist, Herr, nimm es weg. Reiß es aus, entferne es her, damit wir heute dich als wahre Anbeter anbeten können. Halleluja. Lieber Bruder, lieber Schwester, hebe deine Stimme vor dem Herrn. Sei freimütig in der Anbetung. Bete deinen Herrn an. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. O Herr, meine Seele lobe dich. Meine Seele preise dich. Meine Seele rühme sich in dem Herrn. O Herr, wir danken dir für all die Speisen, die du heute bereitet hast. Wir danken dir für all das Gute, was du bereitet hast. Halleluja. Wir danken dir, Vater, du wunderbarer Gott und König, du wunderbarer Herr, für deine Wirkung. Für deine Wirkungskraft, für die Gaben, die du einsetzt in deiner Gemeinde. Halleluja. Für die Frucht, die hervorkommt, wenn wir dir nachfolgen. Halleluja. Danke, Vater. Du hast so wunderbare Pläne für uns alle hier. Du hast gute Pläne, um uns eine Hoffnung zu geben, eine Zukunft, die nicht zuschanden werden wird. Denn du bist die Hoffnung. Du bist das Leben. Du bist das Brot des Lebens. Halleluja. Und du hast dein Blut für uns vergossen. Herr, Vater, so wie Mose vor dem Volk das Blut ausgeschüttet hat. Vater, so gießen wir das Blut des Lammes in den ganzen Raum, Vater. O Vater, bedecke uns mit deinem Blut, Herr. Bedecke uns mit deinem Blut, Vater. Mach uns unsichtbar für den Feind, für die Angriffe des Feindes. Schenk uns mehr Erkenntnisse, damit wir erkennen, Vater, was dein Plan ist, Vater. In Jesu Namen, Herr. O Herr, Vater, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns, Vater, nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns, Vater, nach deiner Liebe. Wir sehnen uns, Vater, nach deiner Treue. O Herr, wir sehnen uns, Vater, nach einem Wort von dir. Halleluja. 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 Lass uns weiter den Herrn anbeten und ihn preisen. Halleluja. Halleluja. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt und bete dich. See you.
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn deine Zeit angekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt und bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt und bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Und bete den König an. Und bete den König an. Komm, erfülle mich. Ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe.
mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Halleluja. Halleluja, der Herr ist gut. Geben wir dem Herrn einen Applaus, Halleluja. Einen lauten Applaus, Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch kurz, weil auch diese Frage aufkam, ich möchte noch ganz kurz einfach auch etwas dazu sagen. Ja, die Stelle, die wir vorhin gelesen haben, wo Jesus fragt, wollt auch ihr mich verlassen? Wir sollen diese Sprache wirklich im Geist annehmen. Und verstehen, was der Geist Gottes hier sagt. Es geht in dieser Stelle nicht darum, eine Gemeinde zu verlassen, okay? Es geht nicht darum, man kann eine Gemeinde, in eine andere Gemeinde gehen, wenn der Geist Gottes so führt. Darum geht es nicht. Wir sind ja verbunden mit Gemeinden weltweit. Und wir würden am liebsten hier mit den Gemeinden aus dieser Region zusammenarbeiten. Wir würden am liebsten mit jeder Gemeinde hier zusammenarbeiten, die Jesus Christus nicht ablehnen. Und wo vielleicht Mangel an Erkenntnisse bei uns oder bei anderen ist, man kann sich gegenseitig unterstützen. Wenn aber, wie bei Datan, Abiram und Korah, gegen Männer Gottes, die in Heiligung leben, wenn sie abgelehnt werden und gesagt wird, es ist kein Mann Gottes, es ist nur ein Bruder, dann weiß ich es. Es ist nicht aus dem Verstand, dann kommt sofort die Stelle. Datan, Abiram, Korah. Was geschrieben steht. Wie sie gefragt haben. Wer hat dich zum Leiter über uns gesetzt? Versteht das Wort Gottes nicht falsch. Wenn in einer Gemeinde die Heiligung abgelehnt wird, auch wenn gesagt wird und gepredigt wird Heiligung, ich meine damit auch wieder die Sprache des Geistes, wenn nicht danach gelebt wird. Weil Gesetzlichkeit ist auch Sünde. Gesetzlichkeit ist auch Sünde. Wenn wir in eine gesetzliche Richtung gehen, wo die Heiligung gepredigt wird, aber nicht gelebt wird, ja, dann ist es nicht das, ja, dann ist es nicht da, wo die Gemeinde momentan im Sieg wandelt, liebe Geschwister. Und das ist das, ich habe nicht geplant, vorne zu weinen. Es kam eine tiefe Betrübtheit in mein Herz. Und wir sind Gefäße. Und wir sind Gefäße der Ehre Gottes. Und wir sollen uns gebrauchen lassen. Und, liebe Geschwister, es soll uns egal sein, was Menschen denken. Es soll uns wichtig sein, was der Herr denkt. Was der Herr vorhat. Was der Herr will. Was der Herr plant. Das soll uns wichtig sein. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, steht in Sprüchen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Es führt zum Tod. Es ist ein Fallstrick. Es schnürt dich ein. Es macht dich, es begrenzt dich, es engt dich ein. Und nach einer gewissen Zeit, was passiert bei einem Fallstrick? Nach einer gewissen Zeit führt es dich zum Tod. Deswegen legen wir alle Menschenfurcht ab. Schauen wir nicht nach links und rechts. Schauen wir einfach auf den Herrn und wie der Geist Gottes sprechen will. Denkt ihr, alles, was hier passiert, ist alles geplant? Der Geist Gottes führt, wie er will. Er tut, was er will. Und wir sind einfach Gefäße seiner Ehre, so wie du ein Gefäß seiner Ehre bist. Und
wenn der Geist Gottes dich nach links bringt, dann sollen wir uns dahin bewegen. Wenn er uns nach rechts bringt, nach rechts. Und dass wir uns einander unterordnen, hilft uns und schützt uns auch. Wenn wir den anderen höher sehen als uns selbst. Und wie wir gehört haben auch gestern, dass wir einander vertrauen. Dass wir Vertrauen einander haben. Gerade die, die wir uns schon so lange kennen. Dass wir Vertrauen haben. Wenn ein Mann Gottes, eine Frau Gottes in Heiligung wandelt, ist dann die Salbung, die Kraft Gottes ist da. Halleluja. Und selbst wenn ein Mann Gottes fällt oder eine Frau Gottes fällt, wie hat der zweite Sohn von Noah gehandelt? Er hat zugedeckt. Und er wurde gesegnet. Er hat abgedeckt seinen Vater. Der erste Sohn ist zu den Brüdern gelaufen und hat gesagt, guck mal, unser Vater. Und er hat den Fluch geerbt. Je nachdem, wie du wandelst, wenn du einen Mann oder eine Frau Gottes siehst, die nicht auf den Wegen des Herrn wandeln, und danke Jesus, es ist bei den Dienern, bei dem Mann und den Frauen Gottes hier nicht der Fall. Aber wenn du es siehst, dann ist es wichtig, abzudecken, zu beten, abzudecken. Halleluja. Und du wirst gesegnet sein. Wie hat David gehandelt? Saul war längst abgefallen, der Geist Gottes ist von ihm gewichen. David hat ihn nicht getötet, er hat die Möglichkeit gehabt. Und der ihn getötet hat, wir haben diese Stelle näher betrachtet durch unseren Bruder, wurde getötet, er wurde umgebracht. David hat ihn umbringen lassen. Was wagst du es, deine Hand an den Gesalbten Gottes zu legen, sagt David. Und es durchzieht sich durch das gesamte Wort Gottes. Und ich weiß nicht, warum der Geist Gottes heute so führt. Aber wie wir gehört haben am Anfang, der Geist Gottes, der Geist der Überraschungen. Und manchmal ist es so, wir reden, auch gestern, wir reden als Kinder Gottes, als Söhne Gottes, wir sprechen als Töchter Gottes und wir verstehen erst im Nachgang, was wir eigentlich gesagt haben. Hast du das schon erlebt? Du hast etwas weitergegeben und erst danach hast du verstanden, was du eigentlich gesagt hast. Die Zeit ist knapp. Der Geist Gottes will wirken. Der Herr sagt, ich wirke. Wer soll mich aufhalten? Ich wirke. Wer will mich begrenzen? Der Herr will wirken. Geben wir dem Herrn einfach den Freiraum, wie er wirken will. Halleluja. Und wir werden auch heute, weiter Erkenntnis empfangen. Denn es ist wichtig, dass wir Erkenntnis haben. Denn als Jesus gefragt hat, wollt ihr auch weggehen? Wenn keine Erkenntnis da gewesen wäre, Simon Petrus und die anderen, sie wären auch gegangen. Aber sie haben Erkenntnis gehabt, dass Jesus, der sogar Gott selbst ist, der Sohn Gottes, dass er die Wahrheit spricht und dass er der Sohn Gottes ist. Die hatten Erkenntnis über die Identität in Jesus Christus, über die Identität von Jesus Christus. Halleluja. Hätten sie diese Erkenntnis nicht gehabt, hätten sie diese Einsicht nicht gehabt, diesen Blick, sie wären auch weggegangen. Sie wären auch weggelaufen. Aber da sie schon sie hatten viel Zeit mit Jesus verbracht und sie sind bei ihm geblieben. Wir sehen später, wo es schwierig wurde. Sie haben ihn verlassen am Kreuz. Aber es musste so kommen. Der Herr hat es so geplant. Und später, der Geist Gottes ist gefallen. Er ist nicht nur gefallen auf einzelne Propheten wie im Alten Testament, sondern er ist ausgegossen. Halleluja, wir leben in dieser Zeit. Er ist ausgegossen auf jeden, der ihn annimmt. Der Geist Gottes ist hier. Er lebt in dir, wenn du Jesus Christus nachfolgst. Wenn du gesagt hast, Herr, ich folge dir nach. Ich tue Buße. Ich kehre um von meinem alten Leben. Und du folgst dem Herrn nach. Der Geist Gottes kommt in dein Leben. Und der Geist Gottes verändert dein Leben. Und dann sieht man die Frucht, die gute Frucht, die hervorkommt. Und in dieser Frucht, die gute Frucht heißt nicht Stolz, Rebellion. Die gute Frucht heißt Demut, Liebe,
Sanftmut, Selbstbeherrschung. Halleluja, Treue. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, dir steht es frei, ja, zu wandeln, wie der Geist Gottes dich führt, aber gemäß dessen, wie der Herr es möchte, wenn wir wirklich sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und wenn dich jemand angreift und dich jemand beleidigt, sie beleidigen nicht dich, sie beleidigen Jesus Christus. Und das ist das, wo Jesus auch geweint hat. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Halleluja. Der Herr ist gut. Halleluja. Lasst uns erheben. Halleluja. Lasst uns in der Gebetshaltung bleiben. Lasst uns hören, was der Geist Gottes uns heute sagen möchte. Fühl dich frei, Halleluja. Wenn du in Sprachen reden kannst, sprich in Sprachen, Halleluja. Fühl dich frei. Wir wollen dich nicht begrenzen, Halleluja. Und hab keine Angst, wenn es ein anderer Geist ist. Der Geist Gottes wird hier alles offenbaren, Halleluja. Denn das Licht Gottes ist hier, Halleluja, Halleluja. Oh Vater, wir danken dir. Wir danken dir, Vater, dass du hier bist. Wir danken dir, Vater, Halleluja, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dich preisen dürfen. Du bist hier in unserer Mitte. Du sagst, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln. Du bist mitten unter ihnen, Halleluja, Vater. Und wir wollen, Vater, heute auf dich schauen, Herr. Wir wollen hören, was du sagst. Wir wollen uns von dir leiten lassen. Oh, makabaya sekere akatakasa. Oh, masere ananabayasu. Meia soya, meia na soya kase, heia sona na, heikare, moya sa, meia na soya se, meia kariba ya no, ho ho. Leg alle Nöte vor dem Herrn. Lade alles, was in deinem Herzen ist. Lade es vor dem Herrn. Bring es vor dem Herrn. Öffne dein Herz vor dem Herrn. Halleluja. Es ist die Zeit des Lobpreises. Es ist die Zeit der Anbetung. Halleluja. Oh, Masareba Yasu. Ho, ho. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an, Herr, wir beten dich an.
Herz liegt wegen dir. Wer dich sucht, sucht nicht vergeben. Nur dir ist alle Macht gegeben. In deinem Namen liegt der Sieg.
Vater, wir wollen auch, Halleluja, ja, Vater, die Gemeinde in Göllheim wollen wir auch segnen, Halleluja, wo einige aus der Gemeinde, Halleluja, heute dort sind, Herr, Vater, wir segnen auch den Gottesdienst dort, Vater, wir danken dir, dass du mächtig wirkst, wir danken dir, Halleluja, dass du heute mit deinen Wundern und Zeichen eintrittst, Halleluja, und bezeugst, Herr, wie du sagst in Markus 16, dass deine Kinder, Vater, Dämonen austreiben werden, dass deine Kinder Kranke heilen werden, dass deine Kinder Gift trinken werden und es wird ihnen nicht schaden, Halleluja. Danke, Herr, dass du, Halleluja, deine Kinder, deine Söhne, deine Töchter, die Männer und Frauen Gottes bestätigst, Halleluja, die du einsetzt in dieser Nation, in diesem Land, Herr. Halleluja. Oh Herr, danke, dass wir Zeugnisse mit dir erleben dürfen, dass wir Dinge mit dir erleben dürfen, Tag für Tag. Halleluja. 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 Ich muss gerade an die Erweckung der Azusa Street denken. Ich weiß nicht, ob du diese Erweckung kennst. Die Erweckung der Azusa Street. Ungefähr 1906 bis circa 1930. Diese Erweckung kam durch einen Mann Gottes, der so gedemütigt wurde. Er ist von Gemeinde zu Gemeinde gezogen und er wurde abgelehnt, weil er die Wahrheit gepredigt hat. Er wurde abgelehnt, er wurde rausgeschmissen aus den Gemeinden. Er wurde von einer Gemeinde zu anderen, er wurde einfach abgelehnt. Wie Jesus Christus abgelehnt wurde. Weil die Menschen die Wahrheit nicht hören wollten. Und dann, er hatte ja stundenlang am Tag gebetet, den Herrn gepriesen. Und irgendwann, ja, ist daraus eine Gemeinde, eine Versammlung entstanden. Und es ist gewachsen, es ist gewachsen. Und es sind Wunder und Zeichen passiert. Auf einmal konnte jemand Klavier spielen, der gar nicht Klavier spielen konnte. Auf einmal sind sichtbare Zeichen passiert. Feuer vom Himmel und so weiter. Wunder und Zeichen. Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Menschen wurden befreit. Menschen kamen verkrüppelt, sind komplett geheilt rausgegangen. Immer mehr Menschen kamen dazu. Ströme, Massen an Menschen. Auf einmal war die ganze Straße voll. Auf einmal wurde 24 Stunden angebetet. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und der Geist Gottes so präsent und hat gewirkt. Halleluja. Wenn wir in diese Richtung gehen wollen, wenn wir das erleben wollen, Hingabe, Gehorsam, Halleluja, Glaube. Es sind drei Punkte, die mir einfallen, wenn ich diesen Mann Gottes sehe. Er hat geglaubt, dass der Herr die Stadt erweckt. Und er hat nicht nur die Stadt erweckt. Er hat eine weltweite Bewegung. Millionen von Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen. Millionen von Menschen sind durch die Bewegung der Azusa Street. Wenn du sie nicht kennst, schau dir das an. Es wird dich ermutigen. Halleluja. Wenn wir heute solche Erweckungen erleben wollen, es gibt einen Preis dafür zu bezahlen. Wenn wir diese Zeugnisse erleben wollen, wir wollen nicht den Herrn anbeten, um diese Zeugnisse zu erleben, sondern wir wollen den Herrn anbeten, weil er Gott ist. Und dann kommt er und er wirkt und er spricht, du spiel Klavier. Und derjenige hat sicherlich, kam kurz der Gedanke auf, ich kann doch gar nicht Klavier spielen. Aber er ist der Stimme des Herrn nachgefolgt. Ich spiele, weil der Herr es mir sagt. Und er spielt einfach. Und wunderbare Klänge kommen raus, als würde er jahrelang spielen. Und das ist ein Beispiel, was dort passiert ist. Und es sind wahre Geschichten. Halleluja. Es sind nicht erfundene Geschichten. Hier, eine krebskranke Frau wurde geheilt. Vor am Dienstag haben wir gebetet, Herr, ja, die Kranken und die abhängig sind von Drogen. Warum kommen sie nicht in die Gemeinde und erleben die Heilung, die Kraft Gottes und gehen verändert raus? Und dann am Donnerstag, auf einmal waren Menschen da, die Krankheiten haben und wir durften beten. Halleluja. Und der Geist Gottes hat so viel vor mit uns. Wenn wir jetzt diese Situation erleben oder Dinge oder die Anfechtung, dann sei dir gewiss,
es steht so viel vor uns. Es steht so viel vor uns, vor dieser Region. Der Herr möchte Erweckung schenken. Ich weiß nicht in welcher Größe, aber der Herr möchte Erweckung schenken. Deswegen sei nicht abgelenkt. Deswegen schau auf den Herrn. Gib dich dem Herrn hin. Er wird den Weg ebnen und er wird durch dich viel vollbringen in der Gemeinde, wo du bist. Und wenn es diese Gemeinde ist, Ehre sei dem Herrn. Wenn es eine andere Gemeinde ist, Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Aber wenn wir den Herrn nachfolgen, er wird es bestätigen und er wird wirken. Halleluja. Und er möchte heute eintreten und er möchte heute, auch die, die live zuschauen, er möchte ja Menschen heute zur Umkehr bewegen, die vorher an das eine geglaubt haben und heute hinausgehen und sagen, ja, Jesus ist der Herr. Jesus ist wahrhaftig der Herr. Heute hat er zu mir gesprochen. Sei es durch das Wort, was kommt, durch den Lobpreis, durch die Fürbitte oder die Leitung. Aber der Herr möchte heute reden. Und der Herr möchte dich heute, ja, näher an sich heranziehen. Halleluja. Bist du bereit, dich ziehen zu lassen vom Herrn? Der Herr sagt, ziehe mich. Oder wir sollen sagen als Gemeinde, ziehe mich, so laufen wir. Wir sollen als Gemeinde sagen, ziehe mich, so laufen wir. Halleluja. Und dann laufen wir da hinein, was der Herr bereitet hat. Und dann, wenn Jesus nicht vorher gekommen ist, wird man vielleicht sagen, die Erweckung in Mannheim, in der Gutenbergstraße. Und viele werden sogar die Hausnummer kennen. Dort, wo man euch ja nicht mal finden konnte. Dort, wo alles so wüst aussah. Aber wisst ihr, der folgende Vers, den wir am Anfang gelesen haben, in 1. Timotheus, was wir gelesen haben, 1. Timotheus 6, da heißt es in dem folgenden Vers, was wir gelesen haben, dass wenn die Gottesfurcht mit Genügsamkeit verbunden ist, dann ist es eine Bereicherung. Genügsamkeit bedeutet, es bedeutet, dass wir dankbar sind für das, was wir haben, dass wir ja zufrieden sind, dass wir die Nahrung empfangen. Körperlich gesehen, materiell gesehen. Geistig sollen wir hungern und nach mehr streben. Aber materiell gesehen, du sollst nicht schauen auf das Gebäude, wie dieses Gebäude aussieht. Sondern du sollst schauen, was der Herr tut. Ich glaube, damals dieses Gebäude in der Azusa Street, es war bestimmt, ja, nicht das schönste Gebäude der Stadt. Der Herr hätte auch aus einer Villa dort die Erweckung bringen können. Aber warum hat er aus der Azusa Street dort diese Erweckung gebracht? Weil Menschen ihr Herz und ihr ganzes Leben hingegeben haben und geopfert haben für den Herrn. Und durch diese Opferung ist Leben entstanden. Durch diesen Tod ist Leben entstanden. Wenn wir hören, niemand kann den Herrn, kann leben und den Herrn sehen. Wir haben gehört, es bedeutet, wir müssen sterben, um den Herrn zu sehen, um seine Wirkungen zu sehen, um das zu sehen, was er macht. Halleluja. Liebe Geschwister, wie dieses Zeugnis der Azusa Street, wir wollen auch heute Morgen Zeugnisse hören. Wenn jemand ein Zeugnis hat, was er in dieser Fastenzeit erlebt hat, komm nach vorne, du bist eingeladen, nach vorne zu kommen und Zeugnis zu geben. Halleluja. Gibt es jemanden, der ein Zeugnis hat? Halleluja. Halleluja. Wir haben so viel erlebt gestern. Ich glaube, es kommen noch viel mehr Zeugnisse in der Zukunft. Amen. Es kommen noch viel mehr. Halleluja. Und es ist wunderbar, was der Herr tut. Gibt es jemand heute, der zum ersten Mal hier ist? Dann heb deine Hand, wenn du zum ersten Mal hier bist. Halleluja. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Halleluja. Ihr dürft euch ganz kurz vorstellen, kurz mit Namen, einfach, dass jeder euren Namen gehört hat, dass ihr später, wenn ihr begrüßt werdet, nicht die Fremden seid. Und dann weiß man schon, wer ihr seid. Könnt ganz kurz vorstellen. Die Heike. Halleluja.
der Frank. Halleluja. Wir heißen Heike und Frank herzlich willkommen. Halleluja. Seid herzlich gegrüßt. Halleluja. Halleluja. Geben wir dem Herrn einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Ja, und wo immer ihr auch herkommt, ob aus einer anderen Gemeinde oder egal woher, ja, es ist wunderbar, dass wir heute gemeinsam den Herrn feiern dürfen, den Herrn preisen dürfen, dass wir heute gemeinsam den Herrn ehren dürfen und auch die Speise, das Wort Gottes hören dürfen durch unseren Bruder. Halleluja. Lasst uns noch für das Wort, was wir hören werden, beten. Halleluja. Vater, ich danke dir, Vater, für das Wort, was du heute hervorbringen möchtest. Ich danke dir, Vater, dass du meinen Bruder heute einsetzt, Vater, um das zu verkündigen, was du verkündigen willst. O Herr, lass nicht zu, dass ja etwas anderes hervorkommt, als nur das, was du geplant hast. Halleluja. Und dass dein Geist in einer Klarheit spricht, was Herzen bewegt, was zur Umkehr, zur Buße führt, was zum Leben führt, was ermutigt, was erbaut. Halleluja. Und da in die Situation hineinspricht, wo jeder gerade ist, Vater. Dass dieses Wort eine Speise ist für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder live zuschaut, Vater. Lass dieses Wort, Vater, Halleluja, gesalzen sein mit dem Salz des Lebens. Danke, Vater, dass du heute wirken wirst. Und lass auch alle Gaben sich manifestieren, die du in unseren Bruder hineingelegt hast. Dass die Gaben sich ja in einer Sicht, ja heute sichtbar werden. Halleluja. Klar sichtbar und erkennbar für alle. Halleluja. In Jesu Namen. Wir wollen auch, Vater, den Kindergottesdienst segnen und die Kinder, Vater. Dass die Kinder heute dein Wort empfangen. Dass die Kinder, Vater, heute ja etwas Neues von dir hören und sich freuen auf dein Wort. Und sich freuen, die Zeit mit dir zu verbringen. Halleluja. Dass sie sich denen unterordnen, die eingesetzt wurden, Vater, für den Kindergottesdienst. Und dass du heute mächtig wirkst, auch bei den Kindern. Halleluja. Wir danken dir, Vater, für jedes einzelne Kind, was heute hier ist. Wir danken dir, Vater, dass du durch die Kinder auch heute noch sprichst. Und dass du durch die Kinder so viel tun willst. Halleluja. Und dass du, Halleluja, sie bereiten willst für das, was da kommt, Herr. Wir danken dir, Vater. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Geben wir den Herrn einen Applaus. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Seid reichlich gesegnet. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte jetzt bist. Dass du es bist, der redet. Ja, dass wir ja ein Gefäß sein dürfen. Ein Gefäß, wo du alles bist, der es erfüllt. Wo du deine Worte gibst, wo du alles hervorwachsen lässt. Wo du die Frucht hervorbringst in uns. Herr, ich will ein Gefäß sein. Rede du durch meinen Mund. Gebrauche mich, Herr. Ja, nicht damit ich erzähle, was ich erfahren habe, was ich erkannt habe, sondern damit dein Geist wirksam wird. Dass du allein reden kannst jetzt. Dass du die Herzen von jedem Einzelnen von uns, auch von mir, berührst, Herr, und veränderst und kräftigst und stärkst und füllst mit allem, was von dir kommt. Mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deinem Frieden, ja, mit allem von dir, Herr. Und wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, Herr. Halleluja. Amen. Ja, wie wir es in dem Lied gesungen haben, heute Morgen, ja, 10.000 Gründe und noch mehr, und die wollen da 10.000 Jahre und noch mehr davon singen und Gott die Ehre geben. Ja, so fühle ich mich gerade. So wunderbar ist es, ja, hier mit euch gemeinsam Gott anbeten zu dürfen. Ich habe heute das Thema aus Johannes 15, wo Jesus Christus über den wahren Weinstock, ihn selbst, und die Reben, das sind wir, redet. Und wir können diese Stelle aus Johannes 15 mal aufschlagen und gemeinsam diese ersten 11 Verse des Kapitels lesen. Vielleicht noch ganz kurz zu der Situation, in der wir uns hier befinden.
ab Johannes 13 ist das Passamahl, das Abendmahl, das wir auch heute immer wieder feiern, um uns daran zu erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass er ans Kreuz gegangen ist, gestorben für jeden Einzelnen hier und auferstanden, damit wir das Leben in ihm haben. Also ab Johannes 13 befinden wir uns eigentlich quasi ganz am Ende von dem Wirken von Jesus Christus. Dann ist die Kreuzigung. In Johannes ist sie ab Kapitel 8, ist sie ab Kapitel 18, dann haben wir die Auferstehung ab Kapitel 20 und dann ist auch schon mit 21 das letzte Kapitel erreicht. Das heißt, Kapitel 13 bis Kapitel 21 findet alles innerhalb von wenigen Tagen und wenigen Wochen statt. Also Johannes 13 bis 20 geschieht innerhalb von 3 Tagen. Das heißt, Johannes ist eigentlich ein Evangelium. Er hat sich quasi auf diese letzten Tage von Jesus spezialisiert. Während Matthäus, Markus und Lukas noch viel von dem 3-jährigen Wirken beschreiben, ist es in Johannes vielmehr so, dass der Fokus wirklich auf diese letzten Tage gelegt wird. Und das hat als Grundlage Johannes 13, Vers 1. Da sagt nämlich Johannes, ja, vor dem Passa aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Johannes ist derjenige, der so nah am Herzen war. Er hatte so diesen Blick für die Liebe, die Jesus Christus für die Menschen hat. Für ihn höchstpersönlich. Er hat es so erkannt. Jesus Christus ist es, der mich liebt. Er hat sich nicht vorgestellt im Johannesevangelium als, ja, und der Johannes. Der Johannes war auch dabei. Der Johannes wurde auch von Jesus berufen, ihm nachzufolgen. Er redet immer wieder von dem Jünger, den Jesus Christus liebte, weil er so diese Erkenntnis hatte, Jesus liebt mich. Und deswegen sind ihm diese letzten Tage, das Passamahl, die Kreuzigung, Auferstehung so eindrücklich gewesen. Er hat gesagt, ja, so wie er mich die ganze Zeit geliebt hat, vor allem am Ende habe ich es gesehen. Vor allem hier ist es so deutlich geworden. Jesus ist derjenige, der genau weiß, was ihm bevorsteht. Er wusste hier ab Johannes 13, er wusste all das, was jetzt geschieht, so viele Zeichen und Wunder. Er hat, ja, das Passamahl, sie feiern das Passamahl. Jesus wusste ganz genau, er ist das eigentliche Passamahl. Er ist das eigentliche Opferlamm, das geschlachtet werden müsste, um wirklich Sühnung zu erwirken, die dauerhaft ist. Jedes Jahr feiern die Juden das Passa. Jesus wusste, er würde das endgültige Opfer sein. Jesus nimmt dieses Passamahl zu sich in dem Wissen, nicht mehr lange, nur noch Stunden und er selbst würde das Passalam werden, das wahre Passalam. Er ist es, der die Füße wäscht. Halleluja, was bedeutet es? Wir sehen Jesus, der sagt, ihr seid diese Fußwaschung, es geht hier nicht um die Errettung, um die Wiedergeburt. Nämlich Jesus sagt, als er die Füße wäscht, sagt er, ja, wer schon mal komplett gewaschen ist, er muss nicht wieder komplett gewaschen werden, sondern die Füße werden gewaschen. Er macht damit deutlich, ja, wer einmal gereinigt ist durch das Wasserbad des Wortes, wer einmal diese Vergebung erlangt hat, er braucht dennoch diese tagtägliche Pflege. Und ich bin es, der dies tut. Ich diene hier euch. Aber er hat schon prophetisch davon geredet, dass ja durch sein Blut die Jünger überhaupt erst rein sein würden. Aber dass er weiterhin für sie eintritt, dass er sie weiterhin dient. Und er redet ab Johannes 13, er redet so viel bis zum Ende von Kapitel 17. Er redet Kapitel über Kapitel und er rüstet die Jünger zu. Und ganz am Ende in Kapitel 17 betet er auch noch für die Jünger. Wisst ihr, wenn jemand durch so eine schwere Zeit hindurchging und niemand ging je durch so eine schwere Zeit durch wie Jesus Christus, wir können maximal durch so eine Zeit hindurchgehen, aber es gibt keine härtere, keine schwierigere Zeit, wie das, was wir hier von Jesus Christus lesen. Aber er ist es, der für andere eintritt ins Gebet. Er betet für andere. Er geht sogar zu Petrus hin und sagt, ja, ich bin es, der für dich eintritt. Der Teufel ist es, der nach dir verlangt hat. Ich aber habe für dich gebetet.
Er gibt sogar Anweisungen, er sagt, ja, wenn du dann einst umgekehrt bist, weil du wirst nicht in der Lage sein, dich jetzt zu mir zu bekennen. Du wirst mich verleugnen, aber ich weiß, du wirst umkehren. Und dann kümmere dich um deine Brüder. Jesus trifft Vorkehrungen. Er denkt nicht an sich selbst. Er kämpft hier für seine Jünger. Es ist so wunderbar, das zu sehen, wie Jesus ins Gebet geht. Dabei hätte er doch alles Gebet nötig gehabt, das möglich wäre. Wir sehen dann auch, als er im Garten ist, wie er wirklich ja schon fast betrübt und verzweifelt zu den Jüngern geht und sagt, ihr könnt nicht mal beten für mich. Dreimal geht er hin und betet und seine Jünger sind nicht in der Lage, ihn im Gebet zu tragen. Sie schlafen jedes Mal ein. Jesus macht es ihnen am Ende nicht zum Vorwurf, sondern ja, er sieht, die Stunde ist gekommen. Wie gern hätte er hier einen Beistand gehabt. Und dann sehen wir auch, es ist so interessant, am Ende von Johannes 14, da sagt er schon zu den Jüngern, kommt, lasst uns aufstehen, lasst uns von hier fortgehen. Er wusste, jetzt steht Gethsemane bevor. Er sagt, kommt, wir stehen auf. Es geht nach Gethsemane. Die letzte Vorbereitung, bevor er gefangen, weggeführt und gekreuzigt werden würde. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Johannes 14, Vers 31. Aber wisst ihr, wann sie tatsächlich aufstehen? Wann stehen sie tatsächlich auf? Johannes 18. Johannes 18, Vers 1. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Er sagt schon am Ende von Kapitel 14, kommt, lasst uns aufstehen. Aber wisst ihr, Jesus, eigentlich schon im Begriff zu gehen, da gibt es noch etwas, was ich mitteilen will. Wir sehen, das Herz von Jesus war so voll. Es ging darum, die Jünger auf alles, was kommen würde, vorzubereiten. Er hat jede Sekunde, die er hatte, ausgenutzt und hat zu den Jüngern geredet. Und dann sehen wir dieses, ja, was hatte Jesus hier noch seinen Jüngern mitzugeben? Was war so wichtig, dass er es ihnen noch hier hat sagen müssen? Johannes 15, wir lesen die Verse 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Halleluja. Jesus beginnt hier, wie gesagt, im Begriff zu gehen, aber er hat noch eine wichtige Botschaft. Es war der Zeitpunkt, über den wahren Weinstock zu reden und dass wir Reben an diesem Weinstock sind, die diese Aufgabe haben, Frucht hervorzubringen. Wir sehen den Grund darin, wenn wir uns anschauen, welche Wege Gott eigentlich zuvor immer mit dem Volk Israel vorhatte. In Psalm 80 beschreibt es der Psalmist auch mit diesem Bild vom Weinstock und er sagt, Gott hat Israel aus Ägypten herausgeholt wie einen Weinstock. Ihr könnt es lesen in Psalm 80 ab dem Vers 9, wo es heißt, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht,
Du hast die Heidenvölker vertrieben und hast ihn eingepflanzt im Land Kanaan. Du hast Raum vor ihm gemacht, dass er Wurzeln schlagen konnte. Und das Land hatte er erfüllen können. Ab Vers 11 heißt es, seine Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schoße bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauern niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Herr der Herrscharen, o Gott der Herrscharen, kehre doch zurück. Blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten. Vor dem Schelden deines Angesichts sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Wir sehen hier, wie Israel als ein Weinstock beschrieben wird. Gott hat ihn aus Ägypten geholt, hat ihn eingesetzt und hat wirklich alles getan, damit dieser Weinstock wirklich Frucht bringt, damit er groß wird. Und wir sehen, wie es auch geschehen ist. Er hat alle Heidenvölker vertrieben. Das heißt, alles, was im Weg war, was dem Weinstock den Raum genommen hätte, was die Nährstoffe weggenommen hätte, Gott hat alles aus dem Weg geräumt. Wir sehen, dasselbe Bild wird übrigens in Jesaja Kapitel 5 beschrieben, wo wirklich auch nochmal gezeigt wird, was hat Gott alles getan. Gott sagt, ich habe den Boden aufgegraben, ich habe die Steine entfernt und ich habe persönlich in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht, dass egal, auch wenn du guten Boden hast, da sind so viele Steine drin. Wir haben bei uns daheim den Garten umgegraben und wollten ja eine schöne Rasenfläche machen. Und wenn man viel Geld dafür ausgibt, dann will man natürlich auch wirklich die idealen Zustände vorbereiten, damit wirklich der Rasen sprossen kann und Halleluja, er wächst so schnell, ich muss ihn schon zu oft mähen. Ich hätte vielleicht nicht so viel für sorgen sollen. Aber das sind so viele Steine und es war eine gute Erde. Mein Schwiegervater war da gewesen, er kennt sich damit aus und hat gesagt, das ist wirklich ideal. Du hast wirklich den perfekten Boden hier. Und ich habe geschaut, ja, so viele Steine, das sind so viele Steine in der Erde, das ist doch nicht normal. Und hat man, ja, da kommen wir nicht drum rum, aber es ist viel besser wie alles andere, was er kennt. Wo er als bei Kunden ist, da sind viel mehr. Und es sind so viele Steine, ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe aussortiert, ich bin durch den Garten gelaufen, überall, was ich gesehen habe, dann rechelt man einmal wieder durch und schon sind überall wieder Steine. Und Gott sagt, ich habe wirklich mir Mühe gemacht. Ich habe die Steine, habe ich raus aus dem Erdreich, damit ja wirklich die Wurzeln überall treiben können, damit du Wurzeln schlagen kannst, damit da nichts ist, was dich irgendwie hindert zu wachsen. Gott hat sich so viel Arbeit gemacht mit diesem Weinstock Israel. Und er sagt, ja, und es hat auch funktioniert. Ich habe dir den Raum gegeben, ich habe dir den Boden gegeben. Ich habe wirklich Sorge für dich getragen. Ein Weinstock braucht sehr viel Sorge. Ein Weinstock ist sehr anfällig. Wenn hier mal was, ja, deswegen schaut man auch wirklich, wisst ihr, du magst einen Obstbaum pflanzen, einen Apfelbaum, der bringt seine Frucht. Wenn da mal ein Wurm ist, dann ist da mal ein Wurm. Aber bei einem Weinstock, man pflanzt, heutzutage pflanzt man eine Rose, weil eine Rose das Empfindlichste überhaupt ist, damit man erkennt, wenn da irgendein Tier ist, wenn da irgendein Schädling ist, der sich an den Weinstock ranmachen will. Weil ein Weinstock braucht diese Fürsorge. Gott sagt, ich habe mich so um dich gekümmert und du bist auch gewachsen. Du hast das ganze Land ausgefüllt, überall vom Mittelmeer bis zu den Strömen in Babylon. Ja, überall warst du. Als David König war, wir sehen auch, wie dieses Land wirklich dieses Volumen angenommen hatte, von dem Gott hier redet, wie das Land groß wurde und dann auch unter Salomo nochmal. Ja, Gott hat wirklich das Volk gesegnet, als sie ihm nachgefolgt sind, als sie in den Wegen Gottes gewandelt sind. Aber dann schlussendlich musste er das Volk richten. Er hat die Mauern niedergerissen. Die Mauern Jerusalems wurden komplett niedergerissen und das Volk ging in die Gefangenschaft. Ja, da war nichts mehr übrig.
Die ganze Herrlichkeit war weg. Der ganze Segen Gottes war weg. Alles lag brach. Und dann auch, als sie zurückgekommen sind, wisst ihr, die Herrlichkeit ist nie zurückgekommen. Als der Tempel Salomos zerstört worden war, die Herrlichkeit Gottes war gewichen von dem Volk, weil sie in Sünde gewandelt sind. Aber als sie zurückgekommen sind, die Herrlichkeit Gottes hat nicht mehr das Haus erfüllt. Die Herrlichkeit war nicht da. Das Volk, es magen welche da gewesen sein, die sind dem Herrn nachgefolgt. Aber da war nie wieder so ein Wandel da wie unter König David oder unter Josia oder bei Salem oder bei Samuel. Es war alles verloren, es war alles weg. Und dann, wir lesen es hier in Psalm 80, wer kam? Der Sohn des Menschen. Wir sehen hier diese Hoffnung, die wie sie hier schon im Psalm 80 ausgedrückt wird. Und wenn wir hier von dem Sohn des Menschen lesen, es ist eine Prophezeiung auf Jesus Christus hin, wo es heißt, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Er würde wiederkommen und für diese Wiederherstellung sorgen, von dem wir hier lesen. Interessanterweise, Gott hat dasselbe Bild, das wir hier schon ab Vers 9 haben in Jesus Christus auch erfüllt, denn Jesus Christus wurde nach Ägypten gebracht, als er noch ein kleiner Junge war. Und dann heißt es, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ein Bild auf Jesus Christus. Gott wollte diesen Weinstock wiederherstellen und er hat am Anfang angefangen. Er hat nicht das, was da war, dieses verkümmerte Israel. Er hat nicht das wiederhergestellt, sondern er hat Jesus Christus, den wahren Weinstock hat er genommen und eingesetzt. Es ist auch darin die Gnade für uns, die wir nicht aus dem Volk Israel sind, dass wir jetzt auch Teil dieses Weinstocks sein können, dass wir Reben sein können am Weinstock. Ja, wir sind mit eingepflanzt in Jesus Christus. Es ist nicht mehr nur das Volk Israel, sondern alle, die an Jesus Christus anhängen und das wirklich im wortwörtlichsten Sinne. An Jesus Christus anhängen. Er ist der Weinstock. Und wir sind Reben an ihm. Deswegen, wir sehen hier Jesus, der bereit ist, jetzt eingesetzt zu werden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen in Johannes 15. Gott würde Jesus Christus nehmen, den wahren Weinstock, der nicht eingehen und verkümmern würde, der nicht von Schädlingen durchsetzt sein würde. Nein, dieser Weinstock, er trägt, er hält. Halleluja, er nahm diesen Weinstock, Jesus Christus, den Sohn des Menschen aus Psalm 80, und er hat ihn eingesetzt. Er hat ihn eingesetzt. Und dann lesen wir von uns, die wir jetzt Reben sein dürfen an diesem wahren Weinstock. Jesus sagt hier, jede Rebe an ihm, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ein Weinstock ist, wenn man es so nimmt, sehr unansehnlich. Bist du mal ganz im Frühjahr, wenn es noch keine Knospen getrieben hat, hast du dir mal einen Weinstock angeschaut? Es ist eine hässliche Pflanze. Sie hat keine besondere Schönheit. Es ist einfach nur ein dürrer, knochiger Weinstock, der aus dem Boden kommt, der nicht irgendwann mal einen mächtigen Stamm ausbildet. Nein, es ist immer ein knochiger Stock, der aus dem Boden kommt. Und dann hat er vielleicht noch hier eine Ranke und da eine Ranke, aber alles andere wurde ihm abgeschnitten, als die Zeit der Ernte vorbei war. Es ist eine sehr unansehnliche Pflanze. Es ist keine besondere Schönheit da. Auch wenn du es hier anschaust, was ist dieses Holz? Kannst du dieses Holz für irgendetwas benutzen? Für sehr wenig. Die Anwendungsgebiete sind sehr begrenzt. Man macht keine Möbel aus Weinholz. Man macht es nicht. Auch die Reben, die dann abgeschnitten werden, Jesus sagt, ja, wofür sind sie nütze? Man schmeißt sie ins Feuer und das war's. Man macht nichts groß damit, sagt er. Man nimmt Zedernholz, man nimmt Eiche oder irgendwie solche Dinge, mit denen man was anfangen kann. Der Weinstock ist eigentlich rein auf die Frucht ausgerichtet. Es geht so wie hier es beschrieben wird, rein darum, dass Frucht hervorkommt. Es geht
beim Weinstock um die Trauben, um die Frucht. Deswegen heißt es, jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dann sagt Jesus in Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wir sehen, Jesus sagt, ihr seid rein. Und es ist, er nimmt hier wiederum Bezug auf die Fußwaschung, wo er sagt, ihr seid schon rein. Halleluja. Er macht dann noch diese Ausklammerung, sagt, bis auf einen, und meint damit Judas, der aber hier bei Johannes 15 nicht mehr dabei war. Er war in der Zwischenzeit rausgegangen, deswegen muss er hier keine Einschränkung mehr machen. Aber wir sehen, er nimmt wieder Bezug auf die Fußwaschung. Und wir sehen, wenn er sagt, ihr seid schon rein, er redet von denen, die wiedergeboren sein würden. Er redet von den Geretteten, von denen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, die gereinigt sind durch das Wasserbad des Wortes. Und er sagt, ihr seid schon rein. Aber wie bei der Fußwaschung sehen wir, ja, Gott arbeitet weiterhin. Er beschneidet die Reben, die Frucht bringen. Halleluja. Wisst ihr, eine Rebe wird aus zweierlei Gründen beschnitten. Zum einen, Halleluja, man beschneidet eine Rebe, damit es nicht 4, 5 verschiedene Stränge gibt, die an einer Rebe dranhängen, und es würde so viel Kraft verteilt würden, sodass die Traube, die schlussendlich wächst, klein und kümmerlich wäre. Das heißt, es wird beschnitten, damit es wirklich, damit die Frucht maximal wird. Man sagt, ein Winzer würde sagen, eine Traube hat dann die beste Qualität, wenn ich den Weinstock beschnitten habe. Weil dann die meisten Nährstoffe auch in die Frucht fließt. Deswegen wird eine Rebe beschnitten, damit es nicht hier noch ein Zweiglein gibt und hier noch ein Blatt oder Sonstiges. Es wird beschnitten, damit der Großteil der Kraft zu der Frucht fließt. Wisst ihr, die Rebe, die im Endeffekt die einfach nur wächst und keine Frucht bringt, sie mag am Ende eine starke Rebe sein, eine lange Rebe sein, aber sie bringt nichts. Sie ist zu nichts Nütze, weil sie keine Frucht bringt. Sie hat den Sinn und Zweck verfehlt. Sie mag länger sein, doppelt so lang sein wie eine andere, aber ohne Frucht ist sie nutzlos. Und man beschneidet auch, damit mehr Sonnenlicht zu den Reben hinkommt, die Frucht tragen. Darum kann Jesus nicht eine fruchtlose Rebe einfach da sein lassen, in der Hoffnung, da fließt noch mal irgendetwas, weil es ist mal etwas geflossen. Da ist mal Kraft geflossen, da war mal der Heilige Geist, weil diese Rebe ist gewachsen. Sie war da, sie hat sich ja nicht einfach angehängt an den Weinstock, sie ist daraus hervorgegangen. Es wird beschnitten, damit die Nährstoffe zu der Frucht fließen und damit die Trauben groß und stark werden und viele werden. Und es wird beschnitten, damit das Sonnenlicht hinkommen kann. Dass es nicht irgendwie vollkommen verwildert ist, vollkommen im Chaos, sondern es braucht eine Ordnung. Und es werden auch die Reben beschnitten, die nicht in die richtige Richtung wachsen. Wenn du durch einen Weinberg läufst, dann siehst du die Ordnung. Man beschneidet Pflanzen nicht wahllos. Man sagt nicht, die Rebe ja, die Rebe nein. Man geht nicht so vor wie bei den Esoterikern. Man geht nach einem Sinn vor, nach einem Prinzip. Halleluja. Man schaut, dass wenn man einen Weinstock beschneidet, dann schaut man, dass man zwei Ränge hat, die quasi zu den Seiten hingehen. Damit es in die Breite geht, dieser Weinstock. Damit so viele Reben möglich dranhängen können. Auch bei den Reben, man achtet darauf, dass es diejenigen sind, die nicht steil nach oben hin wachsen. Weil die ist nicht in der Lage, Frucht zu tragen. Man schaut, dass es die sind, die in die Breite wachsen. Die sich daran halten, an das, was man der Pflanze vorgibt. Weil man befestigt sie an Stöcken und an Treten. Damit sie in die richtige Richtung wachsen. Der Weingärtner ist es, der dafür sorgt, dass die Weinreben richtig wachsen. Dass die Kraft zu der Frucht am Ende hinfließt. Dass es nicht darum geht, dass die einzelne Rebe besonders groß und stark und lang wird, sondern dass die Frucht, die Ernte maximal ausfällt. Es geht rein um die Frucht.
Aber wisst ihr, es geht nicht darum, dass Gott am Ende der Tage einmal dastehen wird und sagt, wow, ich habe so viele Tonnen Wein eingeholt, so viele Frucht haben mir meine Knechte hervorgebracht. Was ist Sinn und Zweck? Bevor wir weiter auf den Weinstock und auf die Weinreben eingehen und auf die Frucht, um die es schlussendlich stets geht. Was ist der Sinn und Zweck? In Lukas 22, wir befinden uns am selben Abend, es ist ja auch alles während dem Passamahl, hat Jesus hat im Endeffekt zweimal Brot und Wein rumgegeben. Und das erste Mal war es nicht als Einsetzung des Abendmahles, was wir immer wieder in Erinnerung tun an dieses Abendmahl hier, was hier geschieht, in Lukas 22 und auch in den Parallelstellen. Das erste Mal, als er Brot und Wein erwähnt, ist kurz vorher, Lukas 22 ab Vers 14. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und danach heißt es, und er nahm das Brot, dankte und brach es. Und in Vers 20, desgleichen nahm er den Kelch. Das heißt, bevor er Brot und Wein nahm, um das Abendmahl einzusetzen, hat er schon einmal davon geredet, von dem Essen und von dem Trinken. Er sagt, ich werde nicht mehr davon essen, von diesem Passamahl, Vers 16, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Wir sehen hier eine Vorschattung auf das Hochzeitsmahl des Lammes, von dem wir in Offenbarung 19 lesen. Und Vers 17, und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen, teilt ihn unter euch. Jesus hatte keinen Teil an diesem Becher. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. In der Parallelstelle wird deutlich, dass damit auch nicht die jetzige Zeit gemeint ist, wo das Reich Gottes auch schon hier am Wirken ist, sondern er redet von dem Himmelreich. Er redet davon, dass wir im Himmel gemeinsam von der Frucht des Weinstocks trinken werden. Und bis dorthin würde sich Jesus dem enthalten, weil worum geht es ihm hier? Er nimmt diesen Becher und sagt, teilt ihn unter euch. Ich werde ihn mit euch trinken im Himmel. Es geht ihm um Gemeinschaft, um Freude, die innerhalb dieser Gemeinschaft ist. Wein ist in der Bibel schon immer ein Bild für Freude. In Richter 6 heißt es zum Beispiel, Wein ist das Getränk, das Gott und die Menschen erfreut. Es ist etwas, was Gott und die Menschen gemeinsam haben. Es erfreut sie gleichermaßen. Es ist etwas, was zur Freude dient. Und Jesus sagt, ich werde nicht mehr davon trinken, bis wir es gemeinsam trinken werden im Himmel. Warum? Es geht um diese Gemeinschaft. Wir sehen, der Himmel ist der Ort, wo wir diese ungeteilte Freude haben, die nie wieder, bis in Ewigkeit, eingeschränkt werden könnte. Und Jesus sehnt sich danach. Er sagt, ich habe mich in einer anderen, ja, er sagt hier in Vers 15, mich hat herzlich verlangt. Wortwörtlich heißt es, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt. Ja, meine Verlangen danach war so groß, mit euch dieses Mahl zu haben, weil ich werde erst im Himmel wieder dieses Mahl mit euch nehmen, wo wir gemeinsam zu Tisch sitzen werden, wo wir diese Gemeinschaft haben werden, von Angesicht zu Angesicht. Ja, so wie du mich siehst, so wirst du Jesus Christus sehen vor dir, sogar noch näher, weil ich hier vorne bin. Jesus wird von Angesicht zu Angesicht mit dir sein. Die Hoffnung, die Hiob hatte, Jesus drückt sie hier auch aus. Er sagt, wir werden diese Gemeinschaft haben. Wir werden voreinander gegenüberstehen und wir werden einander sehen. Du wirst sehen, dass Jesus dich kennt und liebt. Halleluja. Du wirst ihm nicht fremd sein und auch umgekehrt nicht. Jesus freut sich so auf diese Gemeinschaft. Schaut, darum will Gott Frucht haben. Darum will Gott Frucht haben. Es geht schlussendlich um diese Gemeinschaft, die er mit uns haben würde. Dass es so viel gibt, worüber man sich gemeinsam erfreuen kann.
Denn diese Frucht dient nicht zu unserer Ehre, es dient Gott zur Ehre. Jesus sagt ja in Johannes 15, er hat ja gesagt in Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Mein Vater wird dadurch herrlich gemacht. Und wir sehen, Jesus ist es, der uns vorgemacht hat, den Vater zu verherrlichen. Er hat ihn groß gemacht. In Johannes 17, Jesus redet davon, dass er mit allem, was er getan hat, immer den Vater groß gemacht hat. Er hat immer gezeigt, ja, mein Vater ist über allem. Mein Vater hat mir alles gegeben, was ich bekommen habe. Ich rede nicht aus mir, was mein Vater mir gibt. Jesus hat immer auf den Vater gezeigt. Und was hat der Vater gemacht wiederum? Der Vater hat den Sohn genommen und ihn verherrlicht. Der Vater ist es dann, der, Halleluja, den Sohn emporhebt. Jesus sagt in Johannes 17, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Wir sehen dadurch, ja, wenn wir Gott groß machen, Gott ist es, der seine Kinder groß macht. Halleluja. Wenn du Gott mit deinem Leben die Ehre gibst, Gott ist es, der dich ehren wird. In 1. Samuel heißt es, dass Gott selbst spricht. Es sind nicht meine Worte. Gott selbst ist es, der redet und sagt, ich will ehren, wer mich ehrt. Wenn du Gott die Ehre gibst, dann wird Gott dich ehren. Die Bibel sagt auch, ich habe nie den Gerechten verlassen gesehen, noch seine Kinder um Brot betteln. Halleluja, wenn du bereit bist, Gott mit deinem Leben zu dienen, Gott die Ehre zu geben, Gott alles zu geben, was er fordert, Gott wird für dich sorgen. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte verlassen sein wird. Er wird nicht zulassen, dass es deinen Kindern schlecht gehen wird. Er wird wieder für dich eintreten. Du siehst die Witwe, zu der der Prophet Elia kam. Und er sagt, gib mir dein Brot, gib mir das, was du noch hast. Die Witwe sagt, das ist alles, was ich noch habe. Mein Plan war es, das zuzubereiten, zu essen und dann zu sterben, weil nichts mehr sonst im Haus ist. Und er sagt, gib mir erst mal. Die Frau hat gegeben. Was hat Gott gemacht? Er hat diese Frau mit Überfluss gesegnet, sodass es gar nicht mehr aufgehört hat, sie kam mit einer Sicherheit durch diese Hungersnot durch, weil sie Gott das bisschen, was sie noch hatte, gegeben hatte. Sie hat Gott die Ehre gegeben, indem sie den Mann Gottes geehrt hat. Und Gott hat sie wiederum geehrt. Gott ehrt, wer ihm die Ehre gibt. Wir sehen, dadurch, dass wir Gott Frucht bringen und Jesus sagt, es geht darum, dass du noch mehr Frucht bringst. Und wenn du Frucht bringst, ich helfe dir, damit du noch mehr Frucht bringst. Der Vater selbst ist es, der Hand anlegt, um noch mehr Frucht hervorzubringen. Warum? Damit die Ehre Gottes größer wird. Damit wir uns gemeinsam an all dem erfreuen können. Und dann wird der Herr auch dich erhöhen zur rechten Zeit. Darum macht Jesus diese Warnung so eindringlich. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Halleluja. Wenn du eine Rebe abknickst und wegnimmst von dem Weinstock, dann ist sie tot. Sie ist vorbei. Sie wird weggeworfen, sie verdorrt, man sammelt sie und verbrennt sie mit Feuer, heißt es. Sie ist nicht mehr zu gebrauchen. Bleibt in Jesus Christus. Bleibt in ihm. Es wird nicht nur einmal erwähnt. Es heißt in Vers 4, bleibt in mir. Dann heißt es in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, es ist eine Warnung, wer nicht in mir bleibt. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt. Vers 10, bleibt in meiner Liebe. Jesus fordert hier mehrfach auf, bleibt in mir. Jesus ist alles, Jesus ist die Quelle. Wenn du getrennt bist von dieser Quelle, hast du kein Leben mehr. Er ist diese Quelle. Es geht hier nicht um hochgestochene Theorie. Es geht hier nicht um Hochgestochenes, sondern bleibt in Jesus Christus. Bleibt in Jesus Christus. Und Jesus sagt, er gibt diese Sicherheit, dieses Versprechen, wenn du in Jesus bleibst, er wird in dir bleiben. Er wird nicht weichen von dir. Wer in Jesus Christus bleibt, in dem bleibt Jesus Christus. Und dadurch kommt dann auch diese Frucht hervor. Von Jesus Christus, dem Weinstock, fließt dann diese Kraft.
Es fließt dieses Leben, dieses göttliche Leben zu den Reben. Und die Reben sind es nicht, die es einfach nur speichern für sich und dann einfach wachsen und größer werden. Nein, es wird Frucht durch diese Reben hervorgebracht. Diese Reben sind wie ein Kanal. Am Ende kommt diese Frucht hervor. Wir sehen diese Frucht, wird in Galater 5, Vers 22 beschrieben, wo es dann heißt, es ist von der Frucht des Geistes die Rede, nicht von der Frucht von den Jüngern Jesu, nicht die Frucht von den Gläubigen, von den Geretteten, nein, nicht von ihnen, es ist die Frucht des Geistes. Halleluja. Es ist nicht unsere Frucht, es ist die Frucht des Geistes. Halleluja. Ja, sie wächst an dir und dir wird Lohn zuteil. Halleluja, dafür, dass sie diese Frucht durch dich hervorgebracht wurde. Aber du hast diese Frucht nicht bewirkt. Es ist der Geist Gottes in uns, der diese Frucht bewirkt. Darum sagt die Bibel, wer meint, er stehe, seht zu, dass er nicht falle, weil aus dir kommt es eigentlich nicht. Es ist Gott, der es wirkt. Die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Es ist ein Wort, man kann hier auch ausharren oder Geduld einsetzen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Halleluja. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist der Heilige Geist, der diese Frucht in uns bewirkt. Und Jesus sagt, wenn du diese Frucht hervorbringst, Halleluja, es soll noch mehr werden. Es soll noch mehr Frucht daraus entstehen. Er sagt in Vers 7 dann, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Es ist interessant, weil vorher hat er gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und jetzt sagt er, wer in mir bleibt und meine Worte in ihm. Wir sehen dadurch, dass wir das Wort Gottes lesen. Wir schlagen das Wort Gottes auf. Wir lesen es nicht wie einer, der Theologie studiert an der Hochschule. Wir lesen das Wort, weil wir sagen, es ist dieses göttliche Leben. Es ist mein Leben. Es ist Kraft. Halleluja. Für die Welt ist es Torheit. Uns aber, die wir an Gott glauben, ist es Gottes Kraft. Halleluja. Es ist göttliche Kraft. Darum nehmen wir dieses Wort. Und indem wir das Wort Gottes empfangen und dieses Wort Gottes in uns haben, ist Jesus Christus in dir am Wirken. Halleluja. Ob Jesus Christus in dir ist oder das Wort Gottes in dir ist, ist es 1:1. Es ist genau dasselbe. Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Darum wollen wir nicht aufhören, die Bibel aufzuschlagen und darin zu blättern. Ich habe vor kurzem eine Predigt angefangen zu hören, ich habe sie abbrechen müssen, weil derjenige nicht wirklich das Wort aufgeschlagen hat. Stattdessen hat er eine Frage gestellt, wo steht in der Bibel dies und jenes? Und er erzählt, dann hat jemand angefangen zu blättern und hat gesagt, hör auf zu blättern, da steht's nicht. Ich dachte mir nur so, hättest du selbst geblättert, wüsstest du, dass es eben genau so drin steht. Dass es eben sehr wohl in der Bibel steht und das, was du jetzt verkündigst, ist nicht wahr. Darum werden wir nie aufhören, die Bibel aufzuschlagen und darin zu blättern. Denn hier ist Kraft, hier ist die Wahrheit allein zu finden. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das heißt, diese Worte sind in euch am Wirken. Ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Lese nicht nur bis hierhin. Lese Vers 8. Immer mit dazu. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wisst ihr, Jesus redet in Vers 7 nicht davon, ihr werdet bitten, was ihr wollt, es wird euch gegeben. Und dann in Vers 8 redet er davon, und übrigens, Gott wird die Ehre gegeben, wenn ihr viel Frucht bringt. Nein, diese Verse gehören zusammen. Um was bitten wir? Um was geht es uns? Um was soll es denn der Rebe gehen? Es soll der Rebe darum gehen, Halleluja, Herr, beschneide du mich, beschneide du mein Herz. Wenn hier noch ein Auswuchs ist, wo quasi Kraft verloren geht und wo keine Frucht hervorkommt, komm her und schneide du ab. Und wenn es weh tut, beschneide du mich trotzdem. Die Rebe ist diejenige, die Frucht hervorbringen will.
die auch kommt und sagt, fließe durch mich. Ich will, dass da noch mehr durch mich hindurch fließt. Wirke du in mir durch deinen Geist, bringe Frucht in mir hervor. Wirke du das in mir. Das ist diese Gesinnung. Und wenn du in dieser Gesinnung bittest, dann wirst du die Erfüllung deiner Gebete haben. Dann wird Gott dieses Gebet erfüllen. Warum? Worum geht es? Das Anliegen, Halleluja, ist, dass noch mehr Frucht hervorkommt. Mit so einer Gesinnung wird Gott deine Gebete erhören. Wenn es dir nicht darum geht, ja, jetzt habe ich finanzielle Sicherheit, jetzt habe ich einen wunderbaren Palast, jetzt habe ich dies und jenes und meine Arbeit ist blühend und dies und jenes. Und Gott sagt, ja, aber wo achtest du auf mich? Wo schaust du darauf, dass Frucht hervorkommt? Du schaust, dass alles in deinem Leben wohlgeordnet ist, aber wo ist Frucht für mich? Du verpasst es. Der Rebe soll es nicht darum gehen, dass sie schön, groß und stark ist. Eine Weinrebe wird nie besonders schön sein. Sie wird nur dann schön sein, wenn Frucht an ihr ist. Wisst ihr, als die Kinder Israels Kundschafter ausgesandt haben ins Land Kanaan, womit kamen sie zurück? Mit einer riesigen Weintraube. Was war schön daran? Die Blätter? Die Äste? Die Zweige? Das schöne Weinholz? Nein! All das hätte das Volk nicht davon überzeugt, dass es wunderbar ist, dass es quasi schon wie das Paradies auf Erden ist. Das hätte sie alles nicht überzeugt, aber die Weintrauben waren überzeugend, die sie gesehen haben. Wow, ja, das ist wirklich das Land, wo Milch und Honig fließt. Du bist nicht schön, solange keine Frucht an dir ist. Halleluja. Doch, wir sind alle schön. Halleluja. Aber wisst ihr, Gott will diese wahre Schönheit hervorbringen in dir. Das will Gott in dir bewirken. Halleluja. Wisst ihr, das, was man in Zeitschriften sieht, das ist nicht wahre Schönheit. Es ist nicht Schönheit. Siehst du dort Liebe? In diesen ganzen Models, siehst du Liebe? Siehst du da Freude? Die lächeln ja nicht mal. Siehst du Friede? Siehst du Güte, Treue, Langmut, Sanftmut? Siehst du das Wesen Gottes? Ist es das Wesen Gottes, von dem wir hier reden, wenn es um die Frucht geht? Das ist wahre Schönheit. Es ist auch sehr interessant, dass Jesus dann sagt in Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und in Vers 11 sagt er, damit meine Freude in euch bleibe. Was sind die ersten zwei Früchte aus Galater 5? Liebe und Freude. Aber Jesus redet hier nicht davon, dass Liebe hervorwächst als Frucht. Er redet nicht von der Freude, die als Frucht entsteht. Wenn man genau hinschaut, Jesus sagt, wenn ihr in meiner Liebe bleibt und dass meine Freude in euch bleibt. Jesus redet davon, dass diese Liebe in mir bleibt und dass diese Freude in mir bleibt. Aber die Frucht aus Galater 5 ist ja das, was herauskommt. Du siehst es, Gott ist es, der sein Wesen in uns hineinlegt. Und das ist das, was nach außen dringt. Die Bibel sagt, das, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das, was in dir ist, das ist das, was schlussendlich aus dir herauskommen wird. Darum holt der eine aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und einer holt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Es gibt so viele Stellen, wo davon reden. Das, was in dir ist, ist das, was rauskommt. Und wovon redet Jesus hier? Dass sein Wesen bleibend in dir ist. Liebe wird keine Eintagsfliege in deinem Leben sein. Freude wird nicht einmalig sein und wird sofort wieder weggenommen, wenn da irgendein Problem auftaucht. Nein, Jesus redet davon, dass es bleibend in dir ist. Halleluja, bleibend in dir. Darum fordert Jesus auf, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Hier geht es nicht um Wischiwaschi-Emotionen und wir bleiben in der Liebe und wir machen wunderbare Anbetungsmusik und wir singen hier und wir fallen auf unsere Knie und wir heulen Rotz und Wasser, weil wir so überwältigt sind. Halleluja, wenn der Heilige Geist dich so überführt, mach es. Aber worum geht es hier? Worin zeigt sich wahre Liebe? Jesus sagt hier, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Wisst ihr, ich habe nicht das Recht hier, Rotz und Wasser zu heulen und von ich liebe Jesus zu reden, wenn ich in meinem Alltag ihm ungehorsam bin. Dann habe ich die Liebe Gottes nicht in mir.
Gott liebt mich. Er liebt mich weiterhin. Aber die Liebe ist nicht in mir und kann damit auch nicht aus mir herauskommen. Ich kann dann nicht meine Geschwister mit dieser Liebe Gottes lieben, weil sie ja gar nicht in mir ist. Die Frucht, die ich hervorbringe, ist nicht diese gottgewirkte Frucht. Bleibt in der Liebe Gottes, indem ihr die Gebote haltet. Wir lesen hier nicht von Gesetzlichkeit. Wir lesen nicht davon, dass Gott sagt, erstens, zweitens, drittens, das sind meine Regeln, hieran musst du dich halten. Jesus geht im Anschluss nochmal darauf ein. Was meint er damit? Mit dieser, ja, haltet meine Gebote, so bleibt ihr in meiner Liebe. Ja, wir sollen uns an all das halten, was Jesus Christus uns gesagt hat. Wir halten uns daran. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr ohne Gesetz. Ja, wir sind frei geworden von dem mosaischen Gesetz, das besagt hat, wenn du dich an all das hältst, dann bist du gerettet. Aber wenn du dich in einem verfehlst, hast du dich in allem verfehlt. Ja, wir sind davon frei. Aber die Bibel sagt, wir sind nicht mehr ohne Gesetz. Wir sind jetzt unter dem Gesetz Christi. Wir können nicht tun und lassen, was wir wollen. Wir leben nicht in Freizügigkeit. Nein, wir wandeln und gehorchen Jesus Christus. Und er sagt in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot. Und er fasst jetzt hier das ganze Gebot, alle Anweisungen, die er gegeben hat, fasst er zusammen. Und er sagt, das ist mein Gebot. Das ist mein Gebot. Wenn ihr dieses Gebot haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Und er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. 12 bis 17 ist wie eine Einheit, wo Jesus nochmal auf das Gebot eingeht, das er seinen Jüngern gibt. Darum beginnt es mit, das ist mein Gebot, und es endet mit, das gebiete ich euch. Da sehen wir diese Einheit von den Versen 12 bis 17. Und Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Und es gipfelt darin, dass man bereit ist, sein Leben zu geben. Man ist bereit, sein Leben zu geben. Man ist bereit, Gott alles zu geben. Sogar für seine Geschwister soll man bereit sein, alles zu geben. Die Bibel redet, wenn sie von Liebe redet, immer davon, dass man bereit ist, alles zu geben, einschließlich des eigenen Lebens. Es bedeutet es auch bei der Frau. Gott sagt zu dem Mann, du sollst deine Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja, davon redet Jesus. Diese Liebe gilt aber nicht nur zwischen Ehemann und Ehefrau, sondern auch allgemein unter Brüdern und Schwestern und Jesus gegenüber. Das ist das Gebot, das Jesus gibt, dass du alles loslässt, dass du nicht mehr auf das Deine schaust, sondern auf das des Anderen. Die Welt hat gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Jesus hat es nicht so gesagt. Jesus hat gesagt, was du willst, dass man dir tut, das tue anderen. Sage nicht, mein Bruder hat mir nicht gedient, warum soll ich ihm dienen? Nein, du willst, dass man dir dient? Wer nicht? Dann diene du anderen. Was du willst, was man dir tut, tue anderen, ohne erstmal zu erwarten, dass man es an dir tut und ohne auch quasi die Gegenliebe zu erwarten. Jesus hat keine direkte Gegenliebe erfahren, hat er nicht. Er hat geliebt und man hat ihm mit Hass geantwortet. Wir haben ihm mit Hass geantwortet. Es heißt, als wir Feinde waren, ist Jesus für uns gestorben. Nicht als wir gesagt haben, okay Jesus, wenn du stirbst, ich bin bereit für dich zu sterben. Wenn du es gesagt hättest, du hättest genau dasselbe getan, was Petrus getan hätte. Keiner war bereit. Jesus sagt, ihr könnt nicht dorthin gehen, wo ich gehe. Ihr seid noch nicht dazu in der Lage, diese Liebe zu haben. Aber jetzt sind wir es. Jetzt sind wir in dieser Lage, uns selbst zu verleugnen. Darum geht es. Verleugne dich selbst. Folge Jesus Christus nach. Gehorche ihm. Was auch immer er sagt, tue es. Und dann, Jesus sagt, was auch immer ihr bitten werdet, ich werde es euch tun. Mein Vater wird es euch geben.
wir sehen, es ist dieses, darin zeigt sich wahre Gemeinschaft. Nicht nur, dass man gibt, sondern man empfängt auch. Man teilt alles miteinander. Wir teilen mit Gott alles, was wir haben. Und Gott teilt mit uns alles, was er hat. Wir geben Gott unser alles und wir empfangen alles, was wir bitten von ihm. So ist es mit Gott. Er liebt es, diese Gemeinschaft, dieses Einssein miteinander. Und schlussendlich eine Frucht hervorzubringen, die eigentlich wiederum nur dazu dient, dass wir uns an dieser Gemeinschaft mit Gott schlussendlich mehr erfreuen können. Dass die Freude, die wir einst im Himmelreich haben, größer sein wird, als wir es uns je vorstellen könnten. Und Jesus hat auch gesagt, deswegen sagt Jesus in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Halleluja. Jesus bereit, in den Tod zu gehen. Er redet diese Worte, als er eigentlich am Aufstehen ist, um in den Garten Gethsemane zu gehen. Und wenn du dir Garten Gethsemane anschaust, dann finde ich dort keinen einzigen Moment der Freude, sondern dann finde ich einen Kampf. Dann finde ich unseren Herrn und Meister, wie er Blut und Wasser schwitzt, wie er ins Gebet geht und darum bittet, dass dieser Kelch vorübergeht. Er sagt, wenn es irgendwie möglich ist, dann mach es auf eine andere Art und Weise. Aber er hat gewusst, es geht nicht anders. Er muss diesen Kelch trinken. Wir erinnern uns in Lukas 22, Jesus hat den ersten Kelch genommen und hat gesagt, teilt ihr ihn. Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis ich ihn gemeinsam mit euch trinken werde im Himmel. Dann werden wir gemeinsam diese Freude haben. Die Frucht, die ihr hervorgebracht habt. Diese Frucht, ja, was wird daraus werden? Es wird dieses Getränk werden. Daraus geht diese Gemeinschaft, diese tiefe, innige Freude mit unserem Gott hervor. Halleluja. Und Jesus, wissend, dass dieser Becher noch nicht für ihn bereit ist, musste erst den anderen Becher trinken. Den Becher der Schmerzen, den Becher des Leids. Diesen Becher hat Jesus erst getrunken. Er hat diesen Becher genommen und hat gesagt, das ist mein Blut. Es muss fließen für euch. Es ist kein Becher, wo ich mich drüber freue. Ich freue mich, weil ich weiß, danach werde ich diese Gemeinschaft mit euch feiern können. Danach kommt dann auch dieser Becher der Freude. Darum ist Jesus bereit gewesen, durch das Leid hindurchzugehen, diesen Becher der Wermut, des Leids zu trinken, all das auf sich zu nehmen, weil er wusste, was am Ende warten würde. Es heißt, es wird im Alten Testament angekündigt, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er all das erduldet. Ja, um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er schon gesehen hat, was danach draus werden würde. Diese Freude, von dieser Freude redet Jesus Christus hier. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Und der Jesus will, dass diese Freude in uns bleibt. Warum? Weil wir uns erfreuen an dieser Gemeinschaft, dass Gott es selbst ist, der nicht nur in uns ist, sondern der in uns wirkt, der sein Wesen in uns zeichnet, hervorbringt. Und es ist das, was nach außen dringt. Und das, was nach außen kommt, dient wiederum nur dazu, dass wir den Vater verherrlichen, dass wir uns gemeinsam an all dem erfreuen können. Halleluja. Wisst ihr, in den ersten 3 Jahren von Jesu Wirken wurde nicht von den Jüngern erwartet, dass sie Frucht bringen. Deswegen konnte ein Judas auch die ganze Zeit mit dabei sein und hat keine Frucht gebracht, aber es war okay. Ein Weinstock bringt nicht im ersten Jahr Frucht, auch nicht im zweiten Jahr, sondern erst ab dem 3. Jahr bringt es Frucht. Wir sehen, der wahre Weinstock, Jesus Christus, ist eingesetzt und gewachsen. Und als er starb und für uns alle, ja, den Himmel geöffnet hat, ja, wirklich den Weg zum Vater geöffnet hat, dass wir jetzt nicht mehr im Fleisch wandeln müssen, sondern wir haben jetzt diese Freiheit in Jesus Christus. Wir können im Geist wandeln. Gott kann kommen und Wohnung nehmen in dir.
Jetzt ist der Zeitpunkt der Frucht gekommen. Jesus hat alles vorbereitet. Dieser Weinstock hat alles vorbereitet, hat es vorgelebt, hat es gezeigt, was es bedeutet, wenn Gott in einem wohnt, wie man im Geist wandelt. Darin ist Freiheit, darin ist das Leben. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Ab Johannes 15 sind wir, die wir an Jesus glauben, quasi dazu in der Lage, Frucht für Gott hervorzubringen, Gott zu verherrlichen. Und das ist auch das, was wir tun wollen. Wir wollen Gott die Ehre geben mit unserem Leben. Wir wollen an Jesus Christus bleiben. Wir sollen nicht meinen, dass wir aus uns selbst heraus in der Lage sind, irgendeine Frucht hervorzubringen. Wir würden uns schwer täuschen. Die Frucht ist die, die durch Gott gewirkt wird in uns. Darum bleibt in Jesus Christus. Bleibt in seinem Wort. Halleluja. Und bleibt in seiner Liebe, indem wir die Gebote halten. Indem wir tun, was Jesus Christus uns aufgetragen hat. Dadurch, dass wir das tun, bleiben wir in ihm. Halleluja. Und Gott bleibt in uns. Und er wirkt sein Wesen in uns. Und er wirkt das Wesen Gottes wirklich Frucht wird in uns. Dass es wirklich so sichtbar wird. Es ist so wunderbar. Es wird so sichtbar. Ich finde es so erstaunlich, dass in den Früchten von Galater 5 die Rede ist. Kurz vorher ist von der Fleischesfrucht die Rede. Was ist es, was durch das Fleisch hervorkommt? Und wir sehen, es werden spezielle, wirklich konkrete Sünden aufgezählt. Es heißt Ehebruch, Neid, Zwietracht, Trinkgelage, alle möglichen Sünden werden aufgezählt, wo ich sagen kann, ja. Wenn ich das sehe, dann sehe ich, das ist etwas, das ist eine tatsächliche Tat. Halleluja. Jemand lügt. Dann kann ich sagen, hey, du hast dies gesagt, aber die Wahrheit ist das, du hast gelogen. Es ist beweisbar. Du kannst es filmen, dann hast du einen Beweis von der Tat. Wenn jemand mordet, du kannst ihn überführen mit Indizien, mit Beweisen und so weiter. Und du sagst, hier, du hast jemanden umgebracht. Es ist eine tatsächliche Tat. Aber was ist Liebe? Was ist Freude? Was ist Friede? Ist es nicht so interessant, dass wenn hier das Fleisch beschrieben wird, dann haben wir konkrete Sünden. Und auf der anderen Seite heißt es nicht, hier hast du gute Werke. Halleluja. Ist es nicht so ein bemerkenswerter Unterschied? Hier hast du den Unterschied zum Wandeln im Geist und Gesetzlichkeit. Weil Gesetzlichkeit würde hier nicht sagen, Liebe, Freude, Friede, sondern sie sagen, ja, du musst hier immer ehrlich sein, die Gesetze Gottes halten, die Frau lieben, nicht betrügen, dies tun und jenes nicht machen. Hier, wie steht dann die Gesetzlichkeit? Und es ist am Ende sie wollen am Ende eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz haben. Aber nicht so, wenn wir im Geist wandeln. Deswegen heißt es, die Frucht des Geistes ist die. Und dann heißt es gegen diese, hier gibt es kein Gesetz. Hier gibt es kein Gesetz. Nämlich das Wesen Gottes, das in dir Gestalt annimmt, ja manifestiert sich, wird so sichtbar in deinem Leben. Du wirst eine Liebe haben für Leute, die dich hassen. Sie kommen und sie verfluchen dich, sie verletzen dich. Und du wirst aber nicht verletzt sein. Du wirst nicht sagen, wie können mir meine Ängsten vertraut mir so etwas antun. Ja, bei Jesus war es genauso. Und Jesus hatte keinen Hass. Jesus hatte keine Verletzung in sich. Jesus hat geliebt. Jesus hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren, heißt es. Du wirst in der Lage sein, diese Liebe zu haben. Und wenn die ganze Welt deine Feinde sind, wenn deine Geschwister hier auf einmal sich gegen dich stellen, wenn auf einmal deine Familie sich gegen dich stellt, du hast diese Liebe. Du gehst nicht raus und bist verletzt und jammerst und weinst und klagst. Ah nein, du hast Liebe. Du hast Liebe. Du bist in der Lage zu segnen, wenn man dich flucht. Du bist in der Lage zu vergeben, selbst wenn man dir vorwirft, dass du falsch gehandelt hättest. Du hast einen Frieden in dir, selbst wenn alle Waffen der Welt auf dich gerichtet sind. Es kommt zum Tragen. Natürlich haben wir hier auch gute Werke. Denn wenn diese Liebe in dir ist und so zum Tragen kommt, du vergibst, du dienst weiterhin, du betest für andere, du hilfst ihnen, wenn sie Hilfe brauchen, aber sie haben dich eigentlich schwer beleidigt. Du hilfst trotzdem. Halleluja. Du hörst nicht auf, ihnen die Hand zu geben. Nein, du dienst ihnen. Halleluja.
Wir sehen, wie die Werke, natürlich auch die guten Werke, natürlich auch daraus hervorgehen. Aber es ist keine Gesetzlichkeit. Es ist der Geist Gottes, der in dir ist, der in dir Gestalt angenommen hat und nach außen quasi dringt. Diese Frucht entsteht aus dieser Weinrebe. Halleluja. Es ist so ein faszinierender Prozess, wenn Frucht entsteht. Auf einmal wächst da was hervor. Auf einmal kommt es. Auch die Frucht vom Weinstock. Es ist so interessant, wenn du dir es vor Augen malst. Ganz am Anfang, was hast du da? Wenn du siehst, die Weinrebe, sie ist noch nicht so groß. Dann hast du so ein kleines Böppele. Es ist so ein kleines, winziges Ding. Es ist noch keine Süße da in der Traube. Die ist auch noch nicht bereit. Du sollst sie noch nicht abernten. Man kann schon mal essen, aber du wirst sehen, hey, sie ist noch nicht ganz bereit. Und es ist wie ein Ballon, der immer größer wird. Da auf einmal hast du aus so einem kleinen, winzigen Böbble wird, okay, zugegeben, noch nicht so groß wie eine Orange oder so, aber es wächst, es wird größer, Halleluja. Und das, so ist es. Das quasi durch die Rebe dann beständig, das hindurchfließt und die Frucht wird größer. So groß, bis sie schlussendlich geerntet werden muss, weil die Rebe nicht mehr in der Lage ist, sie eigentlich zu tragen, weil es so schwer wird, die Rebe hängt nur noch nach unten und es zehrt schon an ihr, weil die Frucht so vielfältig geworden ist. So wirkt Gott diese Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Halleluja, es ist wie eine Pipeline, wo göttliches, wo Gott selbst fließt, wo diese Kraft fließt, wo Leben fließt, wo das Wesen Gottes immer größer und sichtbarer wird. Und schlussendlich wird es so groß. Halleluja. Und es wird geerntet. Und es wird gepresst. Und es entsteht dieses Getränk, dieses Getränk des Weinstocks. Wo dazu dient, dass man sich erfreut an der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Halleluja. Und es wird eine ewige Freude sein. Es ist so ein Privileg, dass wir Reben sein dürfen an diesem Weinstock. Halleluja. Lasst uns bleiben. Lasst uns bleiben an diesem Weinstock Jesus Christus. Wir wollen auf ihn schauen. Er ist der, an dem wir haften. Er ist derjenige, von dem alles kommt. Wir wollen auf ihn schauen. Sein Wesen soll Gestalt annehmen in uns. Sein Geist soll in uns wirken. Und sein Geist soll es hervorbringen, diese Frucht des Weinstocks. Halleluja. Lasst uns aufstehen, liebe Geschwister. Und wir wollen ins Gebet gehen. Ja, wir wollen Gott die Ehre geben. Ja, unser Vater, er ist der Weingärtner. Jesus, unser Erlöser, unser Herr, er ist der Weinstock. Halleluja. Wir als Reben, als Einzelne sind nichts, aber er bringt alles in uns hervor. Lass uns unsere Stimmen erheben, Gott die Ehre geben. Lass uns ausrichten auf den Weinstock. Wir wollen bereit sein, uns von ihm beschneiden zu lassen. Wir wollen bereit sein, dass alles von ihm kommt und nicht aus uns. Dass er es ist, der alles wirkt. Und Gott wird es wirken. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, ja, dass wir durch dein Blut erlöst worden sind, dass du uns Vergebung der Sünden gewährt hast, ja, dadurch, dass du selbst diese Strafe getragen hast, die mich hätte treffen müssen, die jeden Einzelnen hier selbst hätte treffen müssen, aber du hast Leben bewirkt, du hast den Weg zum Vater für uns geöffnet. Ich danke dir, wir preisen deinen Namen, Herr. Ich danke dir, ja, dass du es auch bist, ja, an dem wir kleben, an dem wir haften, von dem alles kommt. Herr, ich danke dir. Du bist mein Leben. Dein Wort, es ist mein Leben. Und alles, was ich habe, habe ich von dir. Nichts habe ich aus mir selbst. Und aus mir selbst kann auch nichts hervorkommen. Aber du bewirkst es. Du bewirkst alles in uns. Ich danke dir, dass du selbst Wohnung in uns genommen hast. Halleluja, dass du sagst, wenn ihr in mir bleibt, ich bleibe in euch. Danke, Herr, dass du in uns bleibst. Danke, dass dein Geist in uns bleibt und in uns wirkt. Und ja, du wirst groß gemacht. Herr, wir wollen, dass du immer größer wirst in uns. Herr, ich will kleiner werden. Du sollst größer werden, Herr. Am Anfang ist da nur Rebe, am Ende sieht man nur noch Trauben, nur noch Frucht. Ja, Herr, so soll es sein, Herr. Man soll mich nicht mehr sehen vor lauter Trauben, die da sind, vor lauter Frucht.
Frucht, die da ist. Man soll nur noch sehen, deine Liebe, deine Freude, dein Friede, deine Treue, deine, ja, dein Langmut, alles, ja, alles, was dein Wesen macht. Das so allein soll man sehen, Herr. Daran allein soll man sich erfreuen, Herr. O Herr, werde du größer in mir. Werde du größer in meinem Herzen. Nimm du mehr und mehr Gestalt an. Herr, wir als Gemeinde, wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen dich preisen. Du bist gut. Du bist der Herr. Du bist der allmächtige Gott. Wir geben dir die Ehre, Herr. O Herr, fließe du durch uns. Fließe du, wirke du in uns. Halleluja. Wirke du in uns. Herr, was sind wir anderes als Gefäße zu deiner Ehre? Halleluja. Wirke du hier zu der Ehre deines Namens, Herr. Herr, wir geben uns dir neu hin. Du hast uns dieses Gebot gegeben, dieses Gebot der Liebe. Dieses Gebot, das bedeutet, dass wir bereit sind, alles zu geben. Herr, wir geben dir unser Leben. Wir geben dir alles, Herr. Wir geben alles zum Dienst für dich, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir wollen auch unsere Geschwister tragen. Was ist ein Weinstock, an dem nur eine Weinrebe ist? O Herr, wir wollen, Halleluja, dass so viele Weinreben da sind, dass so viel mehr Frucht hervorkommt, Herr. Wir wollen für unsere Geschwister ins Gebet gehen, Herr. O Herr, beschneide du uns als deine Gemeinde, beschneide du jeden Einzelnen, aber auch uns als ganze Gemeinde. Herr, nimm alle Weinreben weg, die nicht Frucht bringen und die Frucht bringen, Herr. Reinige du uns, Herr. Wir wollen in der Heiligung wandeln, wir wollen bereit sein, alles loszulassen, was nicht von dir kommt, was nur dazu dient, dass Kraft wegkommt, dass etwas nutzlos verschwendet wird. Wir wollen gereinigt sein, Herr. O Herr, nimm du alles weg in mir, was nicht von dir kommt. Nimm du alles weg, Herr, was nicht gut ist. Entferne es, Herr, zur Ehre deines Namens, damit noch mehr Frucht kommt, damit das Lob Gottes nur noch lauter erschallt, Herr. Dass die Freude nur noch größer wird, dass sie völlig wird, Herr. O Herr, diese Freude soll völlig werden, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, was wir hören durften, Herr. O Vater, wir wollen das, was wir gehört haben, Vater. Ja, es soll verbunden sein mit der Tat, Vater. Wir wollen Hörer und Täter deines Wortes sein, Halleluja. Damit unser Fundament, damit das, worauf wir bauen, Vater, auf festen Grund steht, Herr. Auf dem Felsen, Herr. Und du bist der Fels. Du bist unser Fundament, Herr. Auf dir, Vater, stehen wir sicher. In dir, Vater, sind wir geborgen, Halleluja. Oh, Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du hier bist, Halleluja. Halleluja. Wir wollen auch, ja, mit dem nächsten Lied wollen wir das Opfer einsammeln. Halleluja. Fühl dich einfach frei. Gebe das, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Halleluja. Und wir wollen den Herrn jetzt auch preisen und ja, loben mit einem Lied. Halleluja. Amen. Auf dem Bedarf getan.
Halleluja. Geben wir dem Herrn einen richtigen, fetten Applaus. Halleluja. 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 Wir geben dem Herrn einen Applaus, nicht einem Menschen. Halleluja. Deswegen, Halleluja, jubel dem Herrn zu. Halleluja. Danke, Vater, für diesen wunderbaren Gottesdienst. Halleluja. Danke, Vater, für den Lobpreis, Herr. Halleluja, dass wir auch lernen durften, dass wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, dass wir nicht hören. Halleluja. Aber dass wenn es an ist, dass wir hören, Vater. Halleluja. Und auch so wollen wir, Vater, deine Stimme hören, Vater, und bereit sein zu hören. O Herr, Vater, die Wörter, das, was wir heute gehört haben, wir wollen es mitnehmen, Vater, nicht nur in den heutigen Tag, sondern die kommende Woche, dass es uns Kraft schenkt in der kommenden Woche, Vater, dass wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, dass die Frucht sichtbar ist vor den Menschen, Herr, dass sie deine guten Werke sehen und dich preisen, wie du sagst in deinem Wort. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, Vater. Ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Vater. Lass jeden Einzelnen, Vater, gereinigt sein, dass er noch mehr Frucht hervorbringt. Da, wo er gute Frucht hervorgebracht hat, Halleluja, dass noch mehr Frucht hervorgebracht wird im Namen Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, liebe Geschwister, Halleluja. Ich möchte noch eine Ankündigung machen. Also wir sind weiter am Fasten. Wir sehen uns ja wieder am Montag, wieder um 5.30 Uhr. Per Zoom, wir haben Zoom-Meetings, du bist herzlich eingeladen, wenn du noch nicht davon gehört hast. Du kannst gerne ja, den Link geschickt bekommen, Montag 5.30 Uhr, ab 5.30 Uhr, auch die ganze Woche bis Freitag und abends 18.30 Uhr, beziehungsweise 18 Uhr an den Tagen, Dienstag und Donnerstag sind wir aber 19 Uhr hier, da fällt es dann aus, weil wir hier sind ab 19 Uhr und Samstag ab 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, wobei wir gestern bis 14.30 Uhr hier waren. Genau, dementsprechend, ja, aber fühl dich frei und am Sonntag wieder ab 9.30 Uhr. Halleluja. Seid reichlich gesegnet. Gesegneten Sonntag euch allen. Amen. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Power of his name.